Selbe. Ernsthaft? Ja, ich habe immer dasselbe gekriegt. Ich habe immer den Beutel der Wunde gekriegt. Ich hab halt. Was Dann macht haben der wir auch schon Beutel der mehr Wunde als zwei nochmal? davon. Der macht, warte, ich sag's dir. Der macht 50 Gold. Ja, Hast bei du dir immer drei mehr? lege ich es einfach immer Yay. sinnvoller, oder? Yeah. Ja, ne, ich habe auch eins drin, was jetzt auch 50 Gold macht und 100 Ordensressourcen, was kein legendäres ist. Also ich habe die drei bei meinem Combat Alley und die sind richtig nett. Dadurch kriege ich bei jeder Quest 200 Ordensressourcen, Und 100 100 Gold. Gold und Genau dasselbe wie zweimal ich. Chance auf Artefakten macht. Genau dasselbe wie ich, ja. Das ist echt nice. Jetzt müsst ihr bloß noch Weltquests machen, ne? Das ist was anderes, ne? Ich stehe jetzt hier am Eingang. Links runter war das, ne? Jo. Ja. Ja, dann. Wir könnten auch porten, aber der einzige Gangster hier ist Zeffe, von daher eher nicht so. Ich möchte Nee, wir ihn haben den jetzt, so belebt. noch nicht so unter Stress setzen. Ich laufe schon, ist kein Thema. Du kannst ja Das jetzt lohnt ich mir schon mal einen sehr. Antrag stellen an ihn, weißt du, im öffentlichen Dienst jetzt Antrag stellen und dann in einer Stunde macht das dann. Hey, Seffe! Schon eine Wartungszeit, ist schon Ja? gut. Ich brauche einen Port. Ah, dann lauf. Dann laufen portet dich selber. Jetzt habe ich Wie auch braucht ihr mich 15 heute? mal das Wir gleiche. brauchen noch, einer fehlt noch. Wir waren noch angemeldet. Oder sind wir alle 19? Wir Aro, sind ich alle komme noch. 19, es fehlt noch der Palatink. Jo, wir sind hier. Boah, das wäre schön, wenn ich nochmal wieder 19 Jahre alt wäre. Hallo Hill, aber ich hab's schon So, du jetzt. bist ja Was schon hast du online. Alles für ein klar. Gear? Was Gear, wer? Der Palatink. Jo, was ist damit? Was hast du für ein Gear? Progress Gear müsste Plattengear. 33 sein, glaube ich. 933. Guck mal, wie viel Du Heil haben wir bist denn in einer gerade? anderen ID, oder? Habt ihr Du gerade stehst alle neben gewiped? mir. Hier Ist doch ist klar. keiner tot, du stehst neben mir, Cindy. Ich verstehe unten im Skelett. Das ist Das ist Olli nur und ich. Olli. Ah, Olli. Du gehörst zu irgendeiner Gruppe. Hab ihn Felix. schon eingeladen. Achso. Bin im Ladebalken. Achso. Haben die gefixt, Grota, oder? Hast du einen Ladebalken für Invite oder was? Nee, der dauert bei mir einfach nur ewig. Okay. Wollen wir schon mal loslegen? Bazooka ist noch nicht da und ich habe gerade umgespeckt. Warte, ich kann nochmal für den Trash zurückspecken. Brauchen wir schon Tank. Oder warte mal, haben wir einen Hexer hier? Seth, bist Ja, du da? Seth ist da. Seth, Das kannst ist du das bitte kurz Problem. die beiden Tanks ranporten? Ich bin jetzt gleich schon da. Ach, da macht er eine Ausnahme, wa? Ja, ihr elenden Sklaventreiber. Haben wir jetzt vergessen, dich einzuladen? Irwin? Nee, bleib Ich? bin Ah, ich. ne, da bist du. Naja, gut. Dann warten wir jetzt noch kurz, bis die beiden Stinketanks da sind. Hab ich das laut gesagt? Notiz an Solo. Sehr gut. Danke dir, Dario. Gerne doch. Ich glaube, der spielt übrigens gar nicht mehr. Nein. Aber es bleibt dir nur ruhig zu, ist okay. Oh, wen kennst du, den Boss? Oh. Jo, so grob durch die Guides, aber eine kurze Einführung, wenn ich schlecht bin. Bleib stehen und tank. Gut, das krieg ich hin. Einfach die ganze Zeit auf dem gleichen Spot stehen bleiben. Das kann ich am besten. Ja, ihr müsst bloß, also der Bazooka hatte letztes Mal so eine Position ausgemacht, wo er den Boss sozusagen von der Gruppe wegziehen konnte. Ja, ich setz gleich einfach Marks. Weil die machen böse Cleave und so. Der Boss. Hast du gerade Boss gesagt?
Ja, der macht doch diese Glewe, die von den Boss auf alle Minis aufgeteilt wird. Ach, und den kannst du so wegdrehen, dass nur der Tanks sie kriegt? Ja, dann sind die Damage Peaks auf den Tanks halt etwas höher. Ja, aber normalerweise ist ja nicht gerade ein Char, der jeden Pilos hält, oder? Wir Milis sind halt längst wishy und wir bräuchten halt Instant Heal und wenn das nicht hinhaut, dann ja, hin. Und das bei jedem Heilern? Okay, ich bin halt kein Main Heal, aber ich denke ein bisschen könnte ich was raushauen. Genau, streng dich mal zu Apex. Ja, ich weiß ja, aber dann muss ich die Tasten drücken. Das reicht, wenn du einfach geübt nicht dein Gesicht über den Schatten vorrollst. Ich dachte. Lili hat es mir noch nicht gezeigt, wie ich das mache. Also nicht mit dem Gesicht, sondern mit dem richtig heilen. Das ist jetzt ein richtiges Lenkrad, ja? Ja. Haben wir den Vogel schon? Ja, ne? Wo ist der Vogel? Ich meine, sind wir nicht die letzte Woche zu dem Entschluss gekommen, dass wir das mit 4 Heilern und einem DPS mehr spielen müssen? Habe ich so nicht in Erinnerung. Ich habe in Erinnerung, dass wir... War das nicht bei Hayatan die Diskussion wieder? War das also nicht bei... Ich meine, das war bei dem hier. Bei dem nicht. Wir waren froh, als wir noch 10 Heiler mit drin hatten. Nee, das war bei Hayatan wegen Berserker. Weil hier kommt einfach so viel Schaden. Wenn wir das alles mal schön und toll spielen können, dann können wir mit einem Heiler weniger spielen. Aber jetzt erstmal stabil ein bisschen durchkommen. Und bitte gleich alle zusammen den KR resetten und nicht, dass wir jetzt 5-mal den Boss pullen müssen. Bist du hier echt 2 Wochen vor dem neuen Raid noch was Neues anfangen? Was ist denn das? Och nö! Was ist das denn? Ja, zusammen den Boss resetten. Achso, halt, stopp noch nicht. Da, stopp, es ist ein Toter hier. Wir müssen ja, verteil mal lieber Assis, dass man niemand Max setzen kann. Ja, so, ja. Ach Gott, ich spring einfach über die Kante, Mann. Du Kackdu! Und du bist jetzt freigelaufen. Ja. Oh, du größere Kackdu! Kann man von unten retten? Ja, ich kannst du. Mathrides ist 100 Meter Reichweite. Ah. Testen uns gerade an Alex, ganz freiwillig. An die Heiler kurze Frage, wenn ihr ganz außen positioniert seid, da kommt ihr doch gar nicht gut an alle ran, oder war das letztes Mal extra so, dass einer außen positioniert war? Nur einer, glaube ich, war außen, aber die anderen Heiler waren, glaube ich, innen. Oder war das nicht so, Lili? Rosi war bei Orange. Was ich jetzt nicht so optimal fand, aber Rosi war bei Orange. Wir hatten noch jemanden bei Mond in dem ich Fall. Ich war Mond. Genau, und den Rest hatten wir bei Violett. Mir wird am besten gefallen, wenn wir so ein bisschen das Mittelmaß machen bei Mond und bei Violett. Jo. Erstmal resetten. Ja, mal zusammen resetten. Auf. Cool! Hey, und ich? Dann hast du jetzt halt noch keine Debuffe, wir werden die nicht im ersten Try legen, von daher. Was? Beim letzten Mal war Rosalie nicht dabei. Da war doch. War dann nicht Felix auch schon Heiler? Und der stand das auch mit. Das kann auch sein, auf jeden Fall waren Schamane dort. Ich war bei Lila, ja. Naja, in die Gruppe Orange sollte sowieso die Leute, die es halt jetzt schon kennen. Sind die das ein Plündermeister? Nur so optimistisch mal gesagt. Dann mal ein Kessel bitte. Bin dabei. Wollen wir gleich nochmal eine Runde resetten? Die haben jetzt einer hat nicht noch nicht. Ist doch. Ist das nicht egal? Nee, wenn, dann spielen wir schon ordentlich. Wer war's denn noch nicht? Der soll einfach pullen. Dann warte wenigstens, bis alle gegessen haben. Hol wir den Handel an. Wo ist denn jetzt der Kessel? Geht direkt neben dem Fest, ne? So, Alex steht wieder drin. Lili. Okay. Kann ich pullen?
Ja. Da steht, du bist beschäftigt. Ja. Kann mir einer bitte eine Flask geben? Ich hab keine mehr gekriegt. Was brauchst du für deine Int? Na gut, ich hab von Stando. Danke, Stando. Oh nein, noch was anderes. Vielleicht sollten wir. Haben wir noch keine Runen drin, ha? Ich habe auch keine. Scheiße. Vielleicht sollten wir die hier noch zur Unterstützung mit benutzen, oder? Mal definitiv. Gucken. Hier sind 20 noch in der Gildenbank. Ich würde sagen, wir benutzen die bei dem Boss. Ja, auf jeden Fall. Wie viel Zeit haben wir auch nicht mehr an diesem blöden Boss? Machen wir jetzt das noch mit dem. Die Heiler stehen größtenteils bei Violett. Olli haben wir abgeschoben, den mögen wir nicht. Du bist bei Mond, Olli? Das war ich schon letzte Woche so, ja. Ach, wir haben dich letzte Woche schon nicht gemacht. Stimmt, ja, ja, Spaß. Dann wer noch eine Rune braucht, bitte anhandeln. Würdest genau. Du Lowheel und Rises noch umändern? Lowheel in Gruppe 2 und Rises in Gruppe 3? Ja, ihm reicht die Range. Genau. Ja, Sekunde. Max? Irgendjemand handelt mich an, ich weiß nicht warum. Oh, sorry. Kein Problem. Wer ist denn Lilly? Lilly Cindy. Lilly ist Lilly. Ich stehe hier an der Gildenkiste. So, pass schon. Auf. Also, der Lowheel dahin. Okay. Ich hab's schon gegeben. Lebenshilfe, du bist jetzt in Gruppe 4. Ich weiß, es ist okay, ja? Du bist jetzt in Gruppe 3 mit uns. Ja, Lila. Passt. Okay. Wo steht Gruppe 4? Orange. Also Gruppe von 1 bis 4 geht's von links nach rechts, stellt euch auf. Also Gruppe 1 Mond, Gruppe 2 ist... Wer hat jetzt das Grün so beschissen eingestellt? Das war ich. Das ist das Tankmark, die Tanks. Wo war nochmal Gruppe 1? Gruppe 1 Mond. Ist Mond. Von Gruppe 2 ist X-Rot, Gruppe 3 ist Violett. Und genau, Jesus mal stellen und Gruppe 4 ist Orange. Dann machen wir es jetzt mal, gehen wir eine Runde sterben. Wer von euch braucht jetzt noch eine Vantus-Rune? Lili wird noch eine nehmen. Du könntest noch einen zweiten Heiler nach links packen. Ja, ich habe noch schon überlegt, mal links gehe. Felix, du? Ja, bitte. Hey, man kann dich wieder anhandeln. Ich habe genau einen Platz frei. Ah, okay. Warte. Warlock, du brauchst auch noch eine Vantus-Rune, ne? Er hat eigentlich eine von mir gekriegt. Mit Olli, okay. Mal rüber zu Gruppe 1, mal gucken. Was bin ich? Du bist doof. Nein. Ich habe mich in Gruppe 1 gepackt und habe Horia dann in Gruppe 3 gepackt. Ist ja dann wurscht, Horia, hast du gemerkt? Nee, habe ich nicht gemerkt, aber gut, dass du es sagst. Extra für dich, ich kenne dich ja. So, dann lass mal ausprobieren. Wo steht Gruppe 3? Ila. Ich habe wieder 2 Minuten Cooldown auf. Gelassenheit. Und die Heiler Cooldown so wie gehabt machen wir Olli, Felix, Nomi, Lilly, ich. Und was mir das letzte Mal aufgefallen ist, dass die Leute in der, ich weiß jetzt nicht, ob das in der dritten Phase, diesen Flinkschuss oder was das ist so ein lilaner Pfeil, den die Leute auf sich haben, der macht unglaublich viel Schaden. Wollen wir jemanden einteilen, der da vielleicht ein CD drauf gibt? Sowas wie Eisenburger oder sich generell um die Ziele kümmert, was Heilen angeht. Ich habe immer das Gefühl, die wurden ein bisschen außer Acht gelassen und das geht bei dem Debuff absolut nicht. Also im Grunde direkt Heilung, was halt schnell geht, wäre dann, wenn, oder das Einzige wäre halt du, Cindy, also Shami oder halt Priester, aber ich denke, die Tanks werden dick auf die Fresse kriegen, wir brauchen euch eigentlich auf den Priestern. Ich versuch's mal zu übernehmen, ja, dass ich bei den Leuten, die Flinkschuss haben, mal ein bisschen mitteile. Und ich sag immer den Namen an von denjenigen, die den Debuff haben, ja, das sag ich Akuma Debuff oder was weiß ich jemand. Und wenn ihr eure Hots mit drauf haut und ich dann halt ein bisschen mehr auf die Leute drauf heile, dürfte das auch gehen. Oder? Ich achte auch mit Insta drauf, also wird schon ja. Ja, gucken wir das mal aus. Und dann gehst du noch, ja, sehr gut. Bleiben wir wieder stehen? Beim Debuff? Ja, ich würde es mal mitmachen. Ich weiß gar nicht, wie wir das letzte Mal gelaufen. Wir haben am Ende so gespielt, ja. Wir hatten eigentlich auch, wir haben ja genug Heal dabei. Lass uns mal probieren, jetzt erstmal Ruhe reinbringen, stehen bleiben und am Schluss können wir noch immer noch oder später können wir noch optimieren.
Stich ist auf jeden Fall, benutzt auch eure Death-Cooldowns und eigene Heilfähigkeiten, wenn ihr die habt, und im Notfall auch ein Gesu benutzen, bevor ihr wirklich stirbt. Weil das ist halt bei so einem Boss, der neu ist, und wäre das eine tolle Unterstützung. Warum kann ich die Vantus-Rune nicht benutzen? Muss der Boss jetzt Target nehmen. Boss ins Target nehmen, dann benutzen. Das ist eine universelle, für die theoretisch bei jedem Boss nutzbar wäre. Ach so, cool. Aber einmal genutzt, dann erzählt sie für die komplette ID, kannst du dann nicht wegklicken. So, alle ready, Pulltimer Abfahrt, ihr müsst Assist haben. Sandro, du hast an. Aimbot. Oh Leute, das muss... darf nicht passieren. Mein Fehler. Bei Orange, lauf bitte mit der Salve nach rechts raus. Wer macht den ersten CD? Ich, da lauft. Zweiten mach ich dann, ne, war das? Ich hab das Ding nicht ausgelaufen. Geh wieder auf Position. Alle Gläfer nach links raus. Ja, über links, okay. Sie sehen. Wenn da ein Heilkreis ist und ihr müsst nur zwei Schritte machen, um da reinzukommen, bitte mal in den Heilkreis gehen, ne? Heilkreise. Nächsten bin ich drin, ne? War das? Entschuldigung, ich wiederhole es sonst mal. Und jetzt CD läuft. Der hat ja noch einen. Geht wieder auf die Ursprungspause. Ding dran, jetzt kommt der Kackvogel. Nimmst du den Vogel? Ach. Hat euch, glaube ich. Bist du wieder am Telefon? Lass den Fall nicht schlafen, bitte. Bitte mit dem Wenn möglich, immer wieder auf eure Position laufen. Ausweichen, ne? Ganz wichtig. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft, ne? Kali, du müsstest dann gleich, ich habe nachgezogen. Ist okay. Flinder am Leben zu halten, und Lebenshilfe, wenn möglich. Soll ich eigentlich janken? Ey, lass mal. Das ist jetzt erstmal Übung. Lilly!
hat nichts mehr, es tut mir leid. Hast du schon gezogen, Cindy, nicht, oder? Ja, doch. Also, weil ich könnte wieder dann. Mhm. Du bist auch als nächstes dran. Jetzt. Jetzt, ja. Läuft. Passt auf, dass sie nicht in den Gleben steht, bitte. Ist das gelaufen? Wie halte ich? Nee, ich bin jetzt falsch gelaufen. Ja, ich auch. Aber alle. Also es sind sowieso hochgegangen wegen dem Debuff, glaube ich. Nee, Luna Detonation auch Damage. Also Damage nicht gewesen, wenn es Heal gewesen. Jo, was haben wir denn jetzt? Versucht in der zweiten Phase mit der Leve ein bisschen aufzupassen, wo sie steht. Gruppe 3 ist durchgezogen worden. Gerade neben dem Gruppe 3 stand. Es war bei Gruppe 1, also was ich euch bitten würde, in eurem Boss-Mod habt ihr die Möglichkeit, das Phase, also gewisse Ansagen einzustellen. Und da sollte ganz wichtig sein, wie heißt es denn nochmal? Die Zwillingsfalle oder irgend sowas. Der Kram, wo dann die Void in Anführungszeichen entsteht. Ja, heißt die nochmal? Zwillingsfalle. Zwillingsfalle, genau. Da könnt ihr das einstellen, dass ihr das über Say ansagt. Macht das mal bitte, weil das hilft nicht nur euch, sondern auch anderen. Dann können wir nämlich sagen, hier. Zum Beispiel Seth, du hast es. Also ich sag jetzt nur, ist es nicht schlimm? Ja, wir werden die Sachen schon angezeigt, aber wird halt so ziemlich vieles angezeigt, deswegen tue ich manchmal nicht immer direkt registrieren und dann ist es meist schon. Dann schalt alles aus, was du nicht brauchst. Du brauchst bei weitem nicht alles hier. Ja, das wird zu viel geklickt. Einfach darauf achten, wir versuchen es auch nochmal zu sagen. Danke, Olli. Danke, Olli. Ich frage mich, was es uns tatsächlich bringen würde, wenn wir aktiv resetten. Aber ich glaube, das wird wieder in Chaos ausarten. Ja, dass wir nicht sterben. Jedes Mal, wenn ich einen Debuff kriege, sterbe ich da dran, weil ich einfach nicht genug Heilung kriege. Das tickt am Ende für 1 Million pro Sekunde. Ja, aber wenn wir den Debuff aktiv resetten, dann sterben wir wieder alle mit 10 oder 15 Stapeln. Keine Ahnung. Wer weiß, wie man es macht, nicht. Ja, aber das ist... Machen wir es so, dass die Leute, die das Selbstbewusstsein haben und glauben, dass sie den Raid nicht warten und so Debuff resetten können, sollen es tun und die es nicht haben. Das haben wir auch schon gedacht, dass jeder das selbst weiß, was man tut. Ja. Im Grunde ist es auch piss einfach. Die Schwierigkeit in Anführungszeichen ist keine Schwierigkeit, ja, dass man nicht einfach stur wieder sofort zurückläuft, sondern dass man denkt, okay, wo ist jetzt der Schatten beziehungsweise die Licht? Stellt sich in das Nexus die Seite, also die Farbe wechselt, ohne dafür die Farbe zu triggern und bleibst dann da stehen und wartest so lange, bis du zurück in dein Camp gehen kannst, ohne den Ding wieder zu triggern. Ohne zu triggern, richtig. Sehr okay, easy. Also aber bitte nur die sich zutrauen, wenn er Probleme damit hat, bleibt einfach erstmal stehen. Weil sonst gibt das jetzt wieder, sonst müssen wir wieder gucken, wer hat es wieder verkackt und wer kriegt es dann nicht hin und so. Also wenn der Strahler diese Bubble kommen, soll man in die Mitte gehen. Genau, folgendes, der Strahl und die Bubble sind zwei verschiedene Fähigkeiten. Der Strahl ist, das ist der, was auch immer wie der Schuss heißt, der muss durch alle Leute durchgezogen werden. Deswegen sammeln wir uns die Mitte, dass der Strahl einmal komplett durch die Leute durchgezogen wird. Wenn du selber diesen Strahl hast, dann musst du dafür sorgen, dass du nicht selber in der Gruppe stehst, sondern dass du diesen Strahl komplett durch die Gruppe ziehst, also einmal quer durch. Und diese Heal, also diese Bubble, gibt es einmal auf uns selber. Das müssen wir wegheilen. Ja, das ist eine Heilersache. Und auf dem Boss muss so viel Schaden, bis sein Ding auch weg ist. Wenn das eins von beiden nicht weg ist, explodieren. So, alle ready. Das war mir schon klar, aber ich habe halt gedacht, weil wir die Posis sind, geilen wir auch auf die Posis. Achso, bei der kommen wir dann immer zusammen. Wir versuchen es nochmal. Okay, alles klar.
zusammenkommen. Mein Heal dann auf. Ausgelaufen. Hast du CD? Oh, ich hab ihn auch eingegeben. Also nicht schlimm. Ich hab's selber an der Flinge zurückgegeben. Achtung, ihr müsst gleich wieder zusammenkommen. Zusammenkommen, hopp. CD läuft. Wieder auf Position hier. Das war jetzt... Also ich ankomme. Ja, guck mal. Wurdest du ein Boss? Ich hab die Eule jetzt. Okay, ich dachte, weil du den Boss eben... Boss. Okay, war so klar. Wenn ich sag Anken, dann geht's in die Hose. Also nichts Anken, sondern... Okay. Für künftige Tries, dann lass mich dann einfach nach der Phase mal den Boss nehmen, damit wir nicht nochmal ein Missverständnis haben. Jo. Zusammenkommen. Ich will in den Heilkreis kurz ausweichen. Das ist oberste Priorität, ausweichen. Sieht gut aus. Schaffen wir noch. Ich würde sagen, wir sterben mal schnell. Der Paladin-Tank hat eine SF, der kann gleich rotzen. SS? Lass bitte liegen. Führerin sind die? Ja, bitte. Darf ich in deiner Heilanteilung was anmerken? An deiner Heilabteilung? Ja. Wir haben ja jetzt die Phasen, wo regelmäßig Priester down gehen. In der zweiten Phase, wo die Detonation mit dieser Glaive zusammenkommt, wäre es da nicht sinniger, dass da einer der Druiden zieht, beziehungsweise beide Druiden? Die können in ihrer scheiß Tranquility halt wenigstens moven. Naja, das ist... Weil die Priester rippen dann halt da weg, wenn die kommen, und so. Die Frage ist jetzt, ja, lass ich jetzt den Raid wipen oder guck ich, dass ich mich opfer? Und lass meine Hymne durchdenken. Danke. Kurze Frage, die Gleben sind doch Physical Damage, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich weiß es nicht. Dann sollen einfach unser Palad darauf achten, dass wenn ein Priester den CD gerade sieht und von einer Gleve gerappt würde, dann poppt er ihn. Die Zwillichtgleve ist Schattenschaden. Okay, na dann hat sich meine... Ich kann das auch für magischen Schaden specken, hab ich sowieso. Ah, stimmt, ja. Wie lange? Ja, aber das ist ja wiederum situationsabhängig. Wenn jetzt eine gesplittete Gleve dich trifft, bist du ja nicht tot. Das ist ja nur, wenn irgendwie die eine große nur an dir vorbeikratzt. Die one-shottet dich halt. Eli, willst du mal, beziehungsweise... Sollen wir mal in der CD-Reihenfolge... Olli, du hast wieder so getimt, dass du schneller ziehen kannst, ne? Ich hab 2 Minuten, ich kann aber auch wieder rumskillen. Nee. Wie gesagt, das war nur ein Vorschlag, das müsst ihr jetzt nicht umsetzen. Weil, wie gesagt, regelmäßig in der Phase geht halt ein Priester hops. Ja, dann setz mich mal auf Platz 4 und such dir mal aus, ob der Nomi oder Lili bitte auf Platz 2 sitzt. Das ist echt Latte. Irgendwie müsste das sein, weil es auch ihre Hymne meistens ist. Deshalb geht sie meistens halt auch hops. Okay, dann tausche ich einfach mit Nomi, ja? Also da wohl, glaube ich, niemand dem Basti seinen Einwand liest, es ist Magieschaden von den Kleven. Ja, ja, haben sie doch schon längst. Gut, haben wir doch eben geklärt, dass das Shadow Damage ist. Und wer ist Erste? Macht der Lili den Ersten oder Olli? Nee, Olli, weil Olli halt sein 2-Minuten-CD hat. Wir probieren das jetzt mal, wenn es mit Lili, wenn du auch da immer Probleme kriegst, also wenn das gar nicht funktioniert, dann müssen wir halt nochmal... Ja, ich sind noch nicht oft in die Phase gekommen, wo deswegen sag ich ja, wenn wir mal da hinkommen. Gut, Ich sag mal, sie hat ja zur Not noch den Cloak. Da ist es ja nicht ganz so gravierend, sie ist eben, ja dann wenn ich wieder bis dahin noch nicht verreckt bin, bin ich eh wieder da, also... Food? Bitte? Ja.
Ihr müsst es mit dem Cooldown rechtzeitig mit Namen ansagen, ne? Falls ihr was braucht. Bogen brauchen wir. Es geht, wenn dann eh nur im Lömi. They're ready. Come on, come on. Let's die. 5, 4, 3, 2, 1. I claim first blood, sisters. Goddess, guide your hand. You are ever impetuous, Hesperian. Mit der Kläfe nicht nach rechts laufen, weil sonst zieht ihr die durch die lila Gruppe. Oh, sorry. Ja, links konnte ich überhaupt nicht. Weggeschlitt. Da kannst du auch einfach einen Schritt vor die Gruppe gehen, das reicht auch. Genau. So, wir müssen gleich zusammenlaufen. Aber jetzt. Mein Cooldown läuft. Ordentlich durch die Gruppe ziehen. Wieder auf Position gehen. Ausgelaufen. Achtung, Zwillingsserve, sehr schön, ne? Passt sehr schön. Aber der Wille war da, ich hab's gesehen. Stets bemüht. Position wieder gehen. So, jetzt kommt nächster Heal-Ding. Um übernimmt. Durch die Gruppe ziehen das Ding. Alle zusammenkommen. Und geh wieder auf Position. Der jetzt Heal Cooldown ich ziehe. Der läuft ausweichen dem Ding, ausweichen unbedingt. Gut. Ah, und die darf halt auch nicht durch den Raid gezogen werden. Darf grundsätzlich nicht durchgezogen werden. Ah, die ging halt durch drei Gruppen gerade, die letzte. Michaela Retzen, Fragezeichen. Ja. Bei mir Michaela. Wir waren CD. Die ist dran. War wieder schwer. Will ich nicht sterben. Zurück auf Ursprungsposse. Jo, ich gehe auf Dalaran Posi. Wir werden irgendwie da zu, ich weiß nicht, zu nervös und machen blöde Fehler von wegen, dass wir die Salvenkacke ziehen oder. Ist mal erstmal das Wichtigste, Lili, wie hat das funktioniert? Machbar oder schlecht? In welcher Hinsicht? Du hast ein CD, oder? Du warst doch mit CD-Ziel dran.
Ja, war und in Ordnung. An mir sind alle Geben vorbeigezischt, also. Ja, dann lassen wir das erstmal so. Haben wir jemanden errettet? Jo. Ja, ich gebe momentan den Palatin, wie man es ist. Ist okay. Jawohl! Ich hoffe natürlich für den Battle-Retz, also für den Retz danach, ne? Der wird ja nicht resettet. Ich habe einen Global Cooldown gefunden, nur du hast halt einen SS-Bar. Am meisten sterben wir daran, dass die Leute nicht schauen, wo die Gläven herkommen. Ihr müsst noch, also am Anfang ist es noch relativ leicht, weil der in der Mitte steht, der die Gläve wirft, die Tante. Aber nach dem zweiten Strahl ist meistens dann die Phase, wo die zweite Tante kommt und die Eule da ist, und dann ist die am Tiger jedes Mal auf zufälligen Positionen. Da müsst ihr halt tracken, wo sie steht in dem Moment, und von da kommen die Gläven. Das ist halt das Wichtigste, daran sterben wir gerade am meisten. Ihr könnt nicht immer denselben Schritt zur Seite machen, den ihr auch sonst immer macht am Anfang, weil wichtig, dass ihr wirklich schaut, wo steht dieses Kackvieh. Und zwar, wenn ihr jetzt das habt, dann versucht mal, dann stellt den Damage ein von mir aus, konzentriert euch nur, damit diese Glebe niemand anderen trifft außer euch. Ja, ganz wichtig. Und das ist eigentlich in der Regel so machbar, dass ihr nicht irgendwie nochmal das Mond oder die Lichtseite triggert. Das ist eigentlich relativ easy. Konzentriert euch mal einfach darauf. Irgendwann habt ihr das Ja, ich sag mal, das ist jetzt nicht nur das, was uns wegkraft, ne? Wir haben halt 140 Zusatzticks zu dem Phasenübergang über den ganzen Fight jetzt gehabt, ne? Ja, wenn wir das alles mal so hinkriegen, also momentan läuft das stabil bis zu dieser Phase, bis zum vierten Mal. Da ist dann irgendwann Sense, weil schlecht gezogen wird. Noch geht uns Heiler nicht ganz die Puste aus. Wenn wir da sind, dann müssen wir dann nochmal gucken, ob das da optimieren. Aber lass uns doch erstmal hier die Standardmechaniken gescheit hinkriegen. War das jetzt aus Versehen oder? Nee, es geht los. Nee, ich meine jetzt, Felix ist wegen der Eule gestorben. Zum Beispiel. War das jetzt zum Ende oder habt ihr vergessen, den Mob zu spotten? Nee, das ist die erste Eule, wo ich noch am Leben war. Hoffentlich passiert. Hätte es nicht sein können. Dürfen. Die habe ich instant gehabt. Das muss am Ende passiert sein. Felix ist einer der letzten, der gestorben ist. Ja, das kann sein. Ja, da war ja auch gerade eine Eule aktiv, also. Ah, das jetzt von Tank-mäßigen her mit dem Phasenübergang hat gut geklappt. Leute, bei Gruppe 1 nicht schlafen, das geht nicht. Zusammenkommen. Hopp. Ausgelaufen. Wir auf Position gehen. Ach scheiße, sorry, das war ich. Bitte mehr rauslösen. Ich werde diese Runde mit Mond auslösen. Gleich kommt wieder die Heal-Phase. Mumi ist dann dran. Zusammenkommen. Zack, zack. Und wieder auf Position. Du musst den Boss nehmen, Ja. Ich hab noch die Waffe. Alles klar. Oh, das war aber ein Hit. Hat die Eule dich gehittet, Basti? Mond, da müsst ihr dann aber weggehen, wenn das Viech in euch drin steht. Boah.
Ich krieg's ab. Noch eine Sache für die Gruppe Mond, also der Gruppe 4. Eigentlich ist es unsere Verantwortung, wenn Leute sterben teilweise, wenn wir direkt nach diesen Kläfen oder diesen Strahlen direkt da reinlaufen und resetten. Ihr müsst auf das Raid Frame schauen und einfach selber beurteilen, vertragt die Gruppe das jetzt oder vertragt sie es nicht. Gerade eben haben wir nach den Kläfen, glaube ich, 3 oder 4 Leute umgebracht, nur weil wir Insta getriggert haben. Schatz, Gruppe Mond oder Gruppe 4? Weil Gruppe Mond ist Gruppe 1. Ah ja, kommt oben halt. Gruppe 4. Gruppe 4, ja. Wir sind halt auch dafür zuständig, um zu schauen, wir haben halt den Luxus, sozusagen 2-3 Sekunden zu verzögern und auch später zu triggern. Und je nachdem, wenn die Gruppe healthy ist, dann können wir einfach reinspringen und teilweise auch nur 2 und 3 Stacks abfangen, wenn wir es verteilt machen, aber jetzt gerade war es halt schlecht, Insta zu triggern. Wir können nicht einfach stumpf da reinlaufen. Ich habe noch eine Frage zum Debuff Mondbrand. Den einfach abfangen oder mit dem oder einen Farbenwechsel machen. Mondbrand ist das, was relativ schnell eigentlich getriggert werden sollte. Du bist doch jetzt, wer spricht denn da gerade als? Leutumia. Ich bin jetzt gefressen. Das war das, wovon gesprochen. Dieser Mondbrand ist genau dieser Schrott, wo wir vorhin drauf von gesprochen haben, wer sich zutraut, den zu triggern, soll den triggern. Es ist folgendermaßen. Eigentlich haben wir die Taktik jetzt so gespielt, dass wir stehen bleiben, du kriegst einen Haufen Schaden pro Sekunde, das deckt hoch, also es macht dir wirklich viel Schaden. Wenn du von Licht zu Schatten oder von Schatten zu Licht wechselst, dann explodierst du und machst Schaden am kompletten Raid. Wenn du weißt, wie du damit umzugehen hast, dann würdest du eigentlich in die... Wenn du jetzt in der Lichtphase stehst und hast diesen Mondbrand, dann würdest du den triggern können, indem du in die Schattenphase gehst. Das heißt, du läufst dann in die nächste Gruppe, die einen Phasenwechsel hat, damit du es dann getriggert wird und wartest da so lange, bis deine alte Gruppe, bis du quasi gefahrenlos zu deiner alten Gruppe zurücklaufen kannst. Weil jedes Mal, wenn du Phase wechselst, also machst du ja Schaden an allen. Also musst du einfach ein bisschen intelligenter nachdenken. Wenn das dir erstmal zu viel ist und du erstmal gucken willst, wie es ist, dann bleib einfach stehen. Also im Prinzip einmal Farbe wechseln, um den Mondbrand wegzukriegen und dann warten, bis die Gruppe, also ich mit der meine Gruppe 4 die gleiche Farbe wieder habe, um zurückzugehen. Nicht wieder direkt das zweimal einen Wechsel machen. Genau, das ist das Wichtige. Und auch nicht instant am Anfang triggern, sondern in eine nächste Gruppe reingehen, bei der es als nächstes getriggert wird. Okay? Ja. Die als nächstes einen Phasenübergang. Okay. Dann gehst du halt mal kurz fremd, ist nicht schlimm. Felix. Also, ich könnte ihn auch fressen. Tausch dich mal mit jemandem aus der orangen Gruppe. Wenn du jetzt bei Orange deinen Heilkreis legst und Olli bei Mond, dann kriegen die Leute extra Heilung, was vielleicht... Ob ich auch noch einen so gehabt? Ja, die Leute in der Mitte kriegen dann unglaublich viel Overheal und die anderen am Rand, denen fehlt dann halt der Tick an Heilung. Was dann wenn halt... Wenn du gehst drüber, tauschen wir? Vielleicht auch ein bisschen bemerkbar ist. Wenn mir, ja. Danke, dann bist du jetzt Gruppe 1. Nein! Ich bin... Weiß. Aha, ihr müsst mich jetzt aushalten. Ist Endo weg. Ich hab unglaublich, also ich hab das Gefühl, dass die Magier halt hier unglaublich viel Schaden kriegen. Ich komme gar nicht dran an die. Also ich hab keine, die sind out of range. Alle... Bei mir sind eigentlich in der Regel immer alle range. Um 2 Schritte vor und du hast sie in range. Nicht böse gemeint, aber tausch bitte mal Endo ihn mit unserem Hexer. Weil Endo macht das von Anfang an, das wäre jetzt, dann kann der Hexer sich das da in Ruhe auf der Seite anschauen, der war dann noch nicht so häufig wie Endo. Achso, du meinst da hinten aus, ja, okay. Ja. Dann, okay, mach mal. Loitumia, du bist jetzt doch ganz links bei Mond, ja? Okay. Und Endo, du, tut mir leid. Ja, kein Ding. Gut. Bin schon dabei, ja, ready. Ist es hier umgekehrt, also Kläfe links und Void rechts oder Void? Ja. Okay. In die Richtung laufen, wo der Boss gerade steht, wenn du diese Flächen ablässt oder die Kläfen. Pass bitte auf, dass du mit dem Kreis nicht in die Tanks reinkommst, das wäre doof, wenn wir Tanks dann auch noch moven müssen. Dann ist der für beide Milis nicht mehr gerade nice hitbar, wenn wir irgendwie weiter... Im Endeffekt ist das kein Boss sein, es ist einfach logisch, du darfst, du
nicht durch die Gruppe die Scheiße durchziehen und diesen Kreis legt man schon gar nicht da, wo andere stehen. Das ist ganz einfach. Los geht's. Das war jetzt schon zum 10. Mal. Ready check, machen wir Pooltimer. Zieh den Boss etwas weiter mittig. Passt das bei roten Milis? Auf den Boss. Zusammenkommen. Man hielt so eine Lauf. Du musst dich bewegen, du musst dich. Bisschen aufgelaufen. Zusammenkommen. Wieder auseinander. Geht auf Position. Nimm du den Boss bitte? Läuft. Aufpassen, ausweichen, ausweichen. Ganz wichtig. Danach geht er wieder auf Position. Passt auf bei Orange. Erst Hand. Lilly läuft schon. Achtung, dass die nicht durch die Gruppe ziehen. Aufpassen, dass ihr nicht getroffen werdet. Ganz einfach, nur darum kümmern. Denk dran, auf Position zurückzugehen. Denkschüsse für die Tumor, what the fuck? Das. Ich
Dann lohnt es sich lieber, aber ich glaube, das bringt nichts mehr. Ich rette es gleich. Ich glaube, ich sollte auch mal auf Holy specken. Das sah wunderschön aus, wie die Engel gerade eben aufgepoppt sind. Ich hatte das Gefühl, es lief etwas besser. Ja, das ist Ansichtssache, ne? Wir haben jetzt zum Großteil die Tote durch die Gleve. Also ich habe ganz klar die Gleve gefehlt, da bin ich dreimal reingerannt, totaler Fehler. Also das, was ich jetzt gesehen habe, da kam jetzt so hier, wo wir jetzt gerade stehen, eine Gleve hergeflogen, die ist Richtung Lila geflogen und dann durch die ganzen Milis durch. Das war die erste Gleve, wo zwei Mann gleich gestorben sind. Nomi, das hast du vollkommen recht, aber wir schaffen die ganzen unnötigen Schaden auszuhalten. Ja, also der unnötige Schaden auf der linken Seite wäre gut, wenn die Zwielichtsalve nicht in die Gruppe, sondern aus der Gruppe rausgetragen werden, weil da kommt halt auch hier jedes Mal unnötig Schaden rein. Also vor allem ist mir auf bei meiner Seite aufgefallen, die steht ständig drin, ich muss mich ständig bewegen. Trifft halt immer die ganze Gruppe. Jo. Dann müsste auch. Geht ja, nicht anders, jeder muss mitgucken. Das hat jetzt über overall 21 Millionen Schaden gemacht. Das ist halt nichts. Es ist unnötiger Schaden. Ja, aber wenn du bedenkst, dass das Moven 675 Millionen Schaden gemacht hat, es waren halt jetzt wieder über 200 Ticks, die nicht hätten sein müssen. Vom Wechsel? Ja, ja. Ach so. So, alle Bobbes reinbewegen. Ready check. Und dann geht's weiter. Nicht hier in den einfachen Trott verfallen, sondern aktiv darauf schauen, ich will Schaden vermeiden. Ganz wichtig. Klappt der Scheiß nicht. Ich will Schaden kassieren. Genau. Masochist, oder doch Masochist. Schlag nicht. Gläf mich. Die lila Gruppe ach, muss sterben. Immer geschmeidig an die Sache dran. Fulltimer Abfahrt. Ja, aber nicht zu so geschmeidig, dass man stehen bleibt und, ne, weiß Bescheid. Fine. 2, 3, 2, 1. Alter Endo. Wie passiert denn sowas? Das hat eine Eule. Fläche und Gläfe. Und zusammenkommen. Und dann läuft. Ausgelaufen. Position gehen. Wir müssen in 10 Sekunden jetzt zusammenkommen, zum 5. Hier läuft. Ich war dran. Fuck! Entschuldigung, oh, ich tipp. Dann müsste danach bitte Lili einspringen, geht das? Ich mach das. Danke. Nimmst du wieder einen Boss? Hm? Nimmst du wieder einen Boss? Ja, auf die Waffe. Alles klar. Achtung, passt auf die Gleben auf. Hilfe.
Jetzt schaut, wo die alte Stelle mit den Kleben. Ausweichen und ausweichen und ausweichen. Wieder auf Position gehen. Nein, ich trottel, jetzt hab ich's getriggert, ey. Aua. Ja, ich hab mich da reingeblinkt, ich trottel. Bist du Magier? Ja, ab und zu, ja. Dann rät's mal einer, Felix, bitte. Gibt keinen mehr. Alles klar. Konzentriert weiterspielen. Oh, jetzt muss... Ne, Cindy zieht, Cindy zieht. Wird es vielleicht noch ein Single-Target-Heal mitgeben, bitte? Will jetzt uns... Auf... Boah. Konzentriert euch. Achtung, Cindy, du bist dran. Ich zieh. Olli. Rauft. Ausgelaufen. Ja, das war's. War jetzt aber... Ich hab mich selbst umgebracht, was? Was war astrale Säuberung nochmal? Das ist der Trigger. Der Trigger von Frauenwechsel. Das Problem war dein Blink, wo du die Ding, die Gruppen gekettet hast, da hat nur 8-9 Frosty los. Da sind jetzt dann 4 Leute sterben gegangen oder so. Nimm den Rest von dem Pylon gleich an, sonst gibt's wieder ein Boss-Reset. Und auch ein Charakter-Reset. Ja, das auch. Danke, Mimi. Ich stelle mir mal ein Auto... Ich habe mich behindert geblinkt. Ein Automatik-Hammer. Steht neben dem Geist, neben dem Weißen, rechts. Endo, ich glaube, das kommt durch automatisch durch Lebenshilfe. Da kann er nichts für, glaube ich. Macht sein. Das ist Schattenpriester, Kacksprache. Ja, immer wenn ich in die Voidform gehe, dann kommt da dieses blöde Scheißzeug. Na, okay. Das ist übrigens die Sprache der alten Götter. Ja, ja, hab ich mir gedacht. Hab ich doch gesagt, mit Kacksprache. Übrigens, apropos dumm gelaufen, wenn die Glewe ausgeht von zwischen lila und grün da hinten, und die geht zum Beispiel in Richtung Orange, da muss halt das Camp Lila auch ein bisschen reagieren, weil teilweise kriegen wir es kaum hin, die Glewe dann so zu kalten, dass es nicht durch Lila geht. Vor allen Dingen ist ja immer der Instinkt da, nach links rauszugehen. Ja, ja, das ist... Ja, das ist das Problem ist, da war gerade dieser Farbenwechsel und da war... dann gleich mal hin und her triggern. Also immer noch darauf konzentrieren, diese Glebe ordentlich zu ziehen. Einmal triggern. Whoop. Bleib hier stehen.
und zusammenkommen. Cool, dann lauf. Auf Position gehen. Ausgelaufen. Komm schnell, hopp hopp. Wieder auf Position. Bist du Boss? Jo, hab. Hatte gerade die Kleve und hat sich nicht bewegt. Ich weiß es. Ich sehe ich gerade. Soll ich janken? Mann, es sind schon Body. Vier Leute tot. Bringt doch nichts. Also ich glaube, durch den Tisch mal weiter. Zusammenkommen, kennt man doch. Und ausweichen, ganz wichtig, ausweichen, ausweichen. Daisy, wo bist du jetzt dann verreckt? Bist du recht schnell platt gewesen, ne? Und jetzt will ich Kleve durchs Camp. Okay, das war zwei Ticks. Gut. Naja, das ist ein Tick schon zu viel. Völlig unnötig. Olli, rett's mal Lili und dann nickt euch ab, bitte. Zwischen Rot und Grün liegt auch ein, steht ein Pylon. Wird gerettet. Auf jeden Fall. Felix, du machst es! Chaka! Jetzt! Ach komm, echt, du Pappe-Tank, ohne Witz. Ich hätte auch Goldschild ziehen können, aber das hat richtig gedauert, ne? Ich glaube, ich muss den Fehlschlag, oder ich lehne mal ab, könnt ihr mich nochmal retzen, bitte? Jo. Dankeschön. Hier darf halt einfach gar nicht geschlafen werden. Wir haben nicht die Sicherheit bei diesem Boss, um irgendeine Fähigkeit einfach mal durchgehen zu lassen. Wir haben schon so viel Heal dabei. Da müsst ihr euch einfach darauf konzentrieren, das ist das Wichtigste. Schaden vermeiden, Schaden vermeiden, Schaden vermeiden. Bewe ausweichen. Eine Sekunde kurz. Flas bitte, Lebenshilfe, Flenn, Lili, Steffe und Sin. Und
trotz Optimierung in der Heal-Rotor hatten wir gerade wieder, glaube ich, Lili, du müsstest in den Gleven gestorben sein, oder? Als du deine Nein, ich bin, ja klar, da schon. Aber am Anfang bin ich ja auch gleich schon verreckt. Ja, das wäre, ist ja irrelevant gewesen. Trotzdem bist du ja in deiner Phase, wo du dein Cooldown ziehst, in der Gleve gestorben. Ah, das ist halt kacke. Ich glaube, wir müssen nach dem Bob fragen dann halt. Das ist halt, wir haben einmal Magic Damage Immunität von Arwen. Ihr müsst es dann halt auch callen. Also ihr müsst es halt einfach sagen in dem Moment. Einmal haben wir es ja, dann können wir es ja einmal einfach verbraten. Olli? Ja? Wann ist immer gefühlt dein Heal-CD wieder fertig? Wenn wer mitzieht? Oder wenn wer zieht? Ab dem vierten, also nach dem vierten Mal. Ich hätte es eigentlich schon, wenn Cindy ist, glaube ich, die letzte, oder? Ja. Wenn Cindy zieht, habe ich es. Nein, Cindy ist nicht die letzte, aber die ist auf der letzten Stelle. Ja, sorry. Dann habe ich es wieder ready. Dann wir machen das jetzt einfach mal. Lass uns mal das einfach mal nur testen. Olli und Lilly einfach mal tauschen, dass die Priester das in Ruhe zünden können. Cindy hat ja auch kein Problem, da ihr Totem reinzupflanzen. An welcher Stelle warst du, Lilly? Stelle 4 nach mir. Nach dir, okay. Also bin ich jetzt 1. Du bist die Nummer 1. Aber Leute, dadurch werden wir nicht überleben, ne? Daran liegt's nicht. Das ist jetzt einfach nur. Ja, aber so können wir safe einen Toten vermeiden, ne? Ja. Also. Denn kleben, kleben, kleben. Ready, Abfahrt. Endo! Oh, sorry. Zusammenkommen. Position gehen. Versuchen mit einem Fuß wenigstens in den Heilkreis zu kommen, bitte. War klar. Und selbe Spielchen nochmal. Zusammenkommen. Ich glaube, das ist eine Durchgruppe. Ja. Auf Position. An die Heiler pumpt nicht so viel Mana jetzt in mich. Ich hab den Debuff mit 75% Reduce. Hier im Bus, ne? Ja, ja. Sven, wenn du sagst, wenn der Debuff wieder weg ist. Ist jetzt weg. Ist das möglich ganz außer Acht lassen. Wir hatten da hinten im Mondcamp gerade ein bisschen geschlafen. Bist du nur mir oder ich? Was? Ich hab's schon längst gezogen. Ich warte Gleben ab, dann nehme ich ihn rein. Alles gut, alles gut. Ich hang sobald die Pfeile weg sind.
Das wäre super. Olli, das nächste Heiling ist der 1, ja? Ja, ich weiß. Danke. Vorsicht bei Lila, die Glyphe wird direkt durch euch durchgezogen. Die nächste Glyphe by the way auch direkt. Ausgelaufen. Wo ist der scheiß Vieh? Bin ich jetzt doof? Oh ne, da vorne. Puh. Soll ich janken? Ja, ist mach mal. Du hast noch deinen Cloak, oder? Ja. Fokus noch schnell die Eule runter. Zusammenkommen, hopp hopp. Und ausweichen, wichtig. Und den Boss. Olli, zieh was. Olli, du stehst bei mir drüben. Okay. Ja. Finde ich schlimm. Brauchen dich. Sofern ihr noch nicht gezogen habt, zweiter Pot. Nee, du machst wieder als nächstes, ja? Ist dein Debuff abgelaufen? Zwei. Du hast auch noch 2 Sekunden, alles klar. Aber bitte jetzt konzentrieren einfach den. Linkschuss zusammenkommen. Und aufpassen, dass ihr nicht gerippt werdet durch dieses scheiß Ding. Achtung, Achtung. Werden immer schöner abgelegt. Ach gut. Wo kamen denn jetzt die ganzen verdammten Pfeile her? Pfeile sind nicht das Problem, das ist das Leuchtfeuer von der NP3. Am Rand abgelegt werden irgendwie. Ja, ich habe ausgeschlafen, Luna, Feuer heißt das. Ja, das meinte ich, genau. Der Stando hat da eine Weak Hour. Was passiert genau dann? Kriegst du eine große Info. Für 5 Sekunden legst du, glaube ich, diese Kreise auf dem Boden ab. Ja, das zeigt dir an, wie zeigt dir der Progressbar an. Kurz auf Kack. Und jetzt fängst du an, die Flechten auszukacken. Ah, ist doch gut. Das war auf jeden Fall schon mal besser mit den Glaven und so. Das lief jetzt schon besser. Ja, aber nochmal so machen. Ich hab Pfeil lassen, sorry. Danke. Der Timer, der runterrennt bei der Weak Aura, ist sozusagen die Zeit, die du noch die Flächen legst. Oder? Nee, das ist die Zeit, bis du anfängst, die Flächen zu legen. Ah, bis ich sie anfange zu legen, okay. Danke. Ich glaube, das ging daneben mit dem. Ne. Ja, macht es dann Sinn, stehen zu bleiben und die nächste abzuwarten? Also, ja. Also wenn du einen defensiv CD hast, solltest du gucken, dass du möglichst stehen bleiben kannst und alle drei Flächen auf einen Haufen ablegst. Das aber halt nicht vergessen, du kriegst halt Schaden. Du oder so, oder? Wie bitte? Den Schaden kriegst du so oder so. Danke. Ja. Guck mal. Ach so, alle 1,5 Sekunden 945.000, okay. Am besten wärst du, legst es überlappend ab einfach. Aber das so, dass du noch draußen stehst, aber einfach die Ringe ineinander legst. Aber halt schön am Rand, wenn möglich. Genau. Weil gerade am Schluss, da kommt ja alles gleichzeitig. Da. Ich glaube, die Heiler waren auch schon ziemlich drained, weil manche Leute sind einfach so über Zeit weggestorben. Und dass die spawnt auch nicht mehr, ne? Ich glaube, das bleibt. Ready check. Nach dem Try machen wir Pause.
Geht euch noch ein Buffot rein, bitte. Die hier, die genannt sind. Endo, was hast du da gepostet? Twilight Wally, für Seritan. Immer noch nicht. Ich habe aber Wim drauf und aus Wim, da aus dem Whisper-Fenster kann man keine Weaker rausmachen. Ja, ja, ich weiß. Wo sind alle ready? So, mal konzentriert und schrei, bitte. Mach doch einfach einen Ready-Check, denn nicht einen Ready-Check, einen Bulltimer. Passt das für dich, Kai? Ja, passt. Oh, wir kommen gleich zusammen. Ruhe. Geht auf Position wieder. Zusammenkommen. No more dawdling, Hesperian. Stimmt das was? Da ist das, Mann, ich trottel. Na, no, ich finde doof, renn noch rein. Ja, da bitte retzen. Laufen. Vorsicht, bei Orange ist direkt die Gläfe. Lila, pass auf, bei euch steht jetzt auch die Gläfe. Falsche Seite, okay. Wieder bei Orange die Gläfe, passt auf. Wer ist dran mit dem Cooldown? Olli. Okay, läuft. Aufpassen, dass sie richtig läuft. Ausgelaufen. Da gemacht. Heretics, you
wieder fokussen. Und ich heil mich, kurz mich dann mal bitte. Wer ist dran mit dem Kultern? Ich. Okay, das... Das kann ich mir, glaube ich, sparen, oder? Ja. Kretzer, ich bin nicht genug in der Mitte, oder bin ich verkackt mit dem Schuss? Cindy wäre auch, glaube ich, dran gewesen, oder? Wenn sie noch gar nicht war. Wenn die noch gar nicht war, ja. Deswegen habe ich ja gefragt, wer dran ist. Ihr müsst gucken, wer schon gezogen hat. Ja, ich habe jetzt nicht auf die Anzeige geachtet. 3,38 Mille mit dem Schuss. Ich glaube, da waren einfach nicht genug im Strahl drin. Wir machen jetzt eine bitte schon eine Pause, weil ich muss in die Loks ein bisschen durchgucken. Ja, mal ordentlich in der Nase popeln. Danke. Ging bei dir die Week auch rein, du? Also bei mir nicht. Nein, bei mir auch nicht. Das Problem mit den Spells ist, es funktioniert meistens gut in einer Phase, wo der Boss selbst aktiv ist. Danach, wenn der Boss selbst nicht mehr aktiv ist, kannst du ihn quasi von der V-Card aus nicht mehr anvisieren, um das zu tracken. Keine Ahnung, wie das DBM macht. Ich hab's jetzt aber mittlerweile halbwegs raus. Ist halt nicht so schön angenehm, aber es geht. Ja, ja. So, ich bin mal eben eine rauchen. Ja, mach ich auch.
Bitte da. Bebe. Danke. Hier mal kurz Küche. Könnt ihr mich bitte gleich zurückporten? Ich muss kurz nach da ran. Thank you.
User joined your channel. Hallo, schönen Abend. Hi. Ja, kann man schon gratulieren? Nee, noch nicht. Oh, schade. Ob es läuft besser als das letzte Mal. Oh, das ist ja doch ein Vorteil. Ja. Freut mich für euch. Jekko. Ja? Hast du mal den Schaden angeschaut, den ich kassiert habe? Ja, wegen. Ah, da. Hey, Mann, die Hälfte tun einfach absorbieren und heilen. Hure übel. Ja, Warlock halt. Ich glaube, einer von den wenigen, der einfach in den Gläven innen kann bleiben stehen, ohne dass er stirbt. Gläven? Mhm. Welcher Mensch? Alle. Also ich fresse einfach die eine, die ich kassiere, oder? Ja, die auf dich selber kommt, denen kannst du ja nicht ausweichen. Ja. Aber auch die anderen. Und die denen weichen aus. Letzte Legendary. Das ist ein Blink dran. Jetzt. Ja. Wo? Blink dran, steht einer. Blink dran. Wo ist ein Blink dran? GZ zum letzten Crab Legendary. Jetzt musst du dich nie mehr darüber aufregen, dass du für Katzen noch ein Legendary brauchst. Jetzt fährt es für sämtliche anderen Specs an. Aber ich finde noch krass, ich habe sogar 18 Millionen geheilt. Was denn? Kann wir kurz das? Ah! Soul Link. Ja, ich sehe es gerade. Kann jemand kurz das? Man versteht dich kaum. Retzen oder was? Retzen, ja. Jetzt ist es besser. Ja, ich retze dich gerade. Alla, stellst du noch die Portstelle? Hm? Kein Klick mal. Ja, muss nehmen. Der Lanis. Danke, Lu. Gerne. Ich hab gar nicht gewusst, dass Soul Link heilt, ich hab gesehen. Der dritte von der Observation, die ich mache. Ne, warte schon. Ja, der dritte von der Observation, die ich mache, wird ja noch geheilt. Ja, nicht ganz ein Drittel. Wie viel ist 30%? 35%. Wo hast du jetzt das gesehen? Ja, mir passiv, versteht das. Willen ziehen heilt euch zusätzlich um 35% und euren Begleiter um 70% der durch den Effekt gewählte Absorption. Ja. Gut, effektiv ist es nicht ein Drittel. Wenn du die Healing anschaust, die du gemacht hast durch Soul Link, ja, hast du 11 Millionen. Ja. Wobei es 7% Overheal war von dem Ganzen.
Und absorbiert hast 52 Millionen. Also ist etwa 5, du. Ja, aber viel geht dabei einfach... Aha. Wie viel ist Overheal? Also, ah, hier. Wieso steht dort 35? Gut, weißt du, wenn du das Schild nicht ganz verlierst und du nicht geheilt musst werden nach dem Hit, ist das klar, dass du nicht geheilt wirst. Ja, genau, so. Und in Overheal, in Overheal geht es nur, wenn der Tick quasi dir um ein kleines bisschen heilt, aber nicht der ganze Tick quasi gebraucht wird. Also der kommt das schon her? Ja, ja, das kommt auf AV her. Aber in der Regel, was hast du für ein Absorb-Schild drauf? 1 Million, oder was? 1 Million, ja. Ist nicht sogar Bau mehr? Geht's halt, Oli? Nein, ist 1 Million. Dann hatte ich doch nicht. Ein Fünftel von meiner Gesundheit tut es. Schilden. Und ich habe 5 Millionen. Leben. Ja, Mutter, es ist 1 Million. Okay. Ich hasse es. Ah, nach dem Boss kommt ja ein Shielded Boss. Das ist alle Toast? Ja, ja. Das ist Prelude, echt? Mhm. Das ist kaum schwer. Warum stellen wir uns dann bei dem Boss so an, wenn der nächste Prelude ist? Weil wir halt Medic Souls sind. Hajatan ist auch um einiges knackiger als der Boss jetzt hier. So, wir waren noch nicht da. Alle sind bereit, sehr schön. Dann stellt mal Food bitte. Wir probieren mal jetzt Folgendes. Wir mal in der zweiten Phase mal kein KR ziehen, sondern mal auf diese Kackvögel gehen und dann in der dritten Phase KR ziehen. Einfach mal ausprobieren. Mal gucken, nicht, dass wir nachher zu viele Vögel da stehen haben oder sowas, müssen wir einfach mal checken. Und wenn man sich die Loks so durchguckt, das ist halt echt einfach, die Gleben werden halt einfach beschissen gezogen. Das ist so viel Schaden, der einfach unnötig ist. Also Trials wurden ja besser, aber ihr müsst immer mehr darauf achten. Einfach sehr stark darauf achten. Eine Sekunde noch. Wie meinst du das? Wir laufen ja eigentlich nur, also die Idee von Zusammenlaufen ist, in Heal-CDs kriegen wir das selber so hin. Da brauchen wir theoretisch, können wir stehen, wo wir wollen, fast schon. Also 40 Yards Range. Wir laufen zusammen wegen dem verkackten Schuss, dass der Damage aufgeteilt wird. Danach verteilen wir uns sowieso, weil wir halt den Leben und so weiter ausweichen müssen. Also das Wichtige ist wegen Zusammenlaufen, ich habe es vielleicht auch mal zu oft angesagt, wenn halt der Schuss kommt. Körperloser Schuss. Ja. Und dann kommen wir zusammen. Oder meinst du das nicht so, Cindy? Ja, doch. Also nur bei dem Schuss zusammenkommen und wenn der jetzt nicht ist, dann auseinander. Richtig. Also Pflicht ist auch, sobald dieser Schuss durch ist, geht die wieder auf eure Position. Halt aufpassen, dass ihr nicht durch irgendwas durchlauft. So, Ready Check hatten wir hoffentlich gemacht. Alle sind bereit. Mann, fahrt auf. 5, 4, 3, 2, 1. Was das noch keiner steht, ein bisschen scheiße. Ah, shit. Schwunden. Spolst du bitte? Ja, jetzt. Die Buff ist gerade erst abgelaufen bei mir. So.
Doppelloser Schuss kommt, zusammenlaufen. Und auseinander. Aber unser Schuss kommt gleich wieder. Hopp, hopp. Und auf Position. Stimmt die Eule? Denk dran, war kein körperloser Schuss, ihr braucht nur beim körperlosen Schuss zusammenkommen. Fuck! Oh, ist schon durch, ich hab die Scheiße geretzt. Nimm an, dann retze ich die sofort. Ja, dann heile ich die sofort. Ja, es sind halt zwei Heiler tot, ne? Hättest du vielleicht besser einen Heiler retzen sollen? Oh, ich wusste nicht, dass... für mich also Lilly gleich wieder hochkommt. Die Klefe kam jetzt von Richtung Grün und ist jetzt durch die Milis durch und hat dort bei uns alle getötet. Da sind viele tot. Leg dich mal kurz hin, bitte. Ja, also wieder Klefe, ne? Ich habe jetzt nicht gesehen. Halt in Phase 2 aufpassen, von wo die kommt. Das variiert dann eben. Grundsätzlich, das ist wirklich so wichtig. Da könnt ihr nicht sagen, dass es immer richtig ist, in eine Richtung zu laufen oder in. Das, ja. Nee, man muss so laufen, wie es am besten passt, wie dem wenigsten Kollateralschaden. Ihr müsst euch die Zeit nehmen. Überlegen, ich krieg, selbst als Tank krieg ich von der großen Kleve fast 3 Millionen Schaden. Haupttank. Ja, das ist. Jedes bisschen Schaden ist einfach zu viel, klar, und wenn's dich als Tank trifft, ist es nochmal beschissener. Gesundheit, Krai. Gesundheit. Weiß nicht, von welchem ich mich essen soll. Nichts schmeckt besser. Das rechts hat schon Pilze dran. Bäh. Vielleicht auch ein paar Katzenhaare. Das könnte durchaus auch sein, ja. Definitiv drauf, ja. Na, Felix, noch Platz im Inventar? Nein. Ey, wenn ihr jetzt mit den scheiß Steinen wieder kommt, ich bringe euch um. Listen, Zeppelin. Okay, Bazooka. Ah, oh, der eine Flask. Ja, bin ich dir zugeschossen, Max, und du ballerst sie jetzt weiter. Ich hab selber noch 5 gehabt. Nämlich. Felix hat das Inventar wie immer voll zugeschossen. Jupp, hab jetzt alles in der Post, danke. Du Arsch, hör auf! Ah, oh, jetzt hält die ganze Post wieder voll. Versuche, du hast eine Flask drin, ich seh das nicht. Ich hab eine Flask drin, ja. Gut, Max, dann ja, Fulltime Abfahrt. Die wollte ich reanimieren.
5 Sekunden zusammenkommen für den Schuss. Jetzt top pop. Nächster körperloser Schuss, wieder zu vorne treffen bitte. Ich nehme die Eule. Cooldown für den Schuss. Und du bist abgelaufen. Olli, heil dich. Stehen bleiben. Kommt kein körperloser Schuss. Ausweichen. Ausweichen, ausweichen. Nur ausweichen. Hä? Die ist gesprungen, während die Gläfe kam. Hab ich jetzt irgendwie verkackt, ich weiß aber nicht wie. Dann rätst du ja, Felix. Ne, ich hab gerade den Tank vorhin gerettet. Einfach nochmal weitermachen. Bin ich mit dem nächsten Cooldown dran? Jawohl. Und die Cooldown läuft. Ausweichen, Leute. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ja. Ach. Welchen der zwei Dudos bei Schwarzen? Mach mal mich. Retz Felix, er hat noch eine CD. Nee. Aber nicht. Ah, weniger CD. Achtung, die Kleve. Wird sie, oder ne? Hinter Lila passt auf, geht weg. Oh, fuck. Na, ja, das war mein Feld, so. Soll ich janken? Nee. Dann komm. Ausweichen. Ja. Ich nehme mich an, ich rette euch gleich. Scheiße, man droppt ja mehr. Jetzt achte mal darauf, dass er diese Dinger besser ablegen könnt. Kriegt ihr jetzt diese Weak Aura Funzi? Ja, das war ich gerade. Ich dachte, man legt nur einen ab. Achso, nee. Ich bin tot. Die Leute, die den Deeper Farm brauchen, auf jeden Fall auch Heilung. Das tickt mit 1,1 Millionen. Du meinst diesen, wo sie diesen Dings ablegen? Ja, in der dritten Phase. Linkshot.
Ach, du bekommst pro Sekunde 1,1 Millionen und wenn es abgelaufen ist, legst du die Dinger dann ab. Nee, es sind eine Sekunde, sondern 0,5 Sekunden. Oder ich kann nicht mehr. Wir reden nicht mit Flinkschuss-Zeffen. Genau, wir aber das Lunarfeuer ist doch aber jetzt nur der Tank-Debuff. Bleibt mal schnell bitte, dann können wir setzen. Aber wir kommen kontinuierlich jetzt unter die 30%, auch wenn es knapp ist. Ich kann euch retten, könnt liegen bleiben. Kai hat einen Swarm in Phase 3, knapp, ist aber 30%, ne? Nicht ganz. Phase 3 war schon ab. Ja, wegen Kai. Ja, hat man als nö, P3 war noch nicht ab. Okay. Aber an sich stabilisiert sich, wir machen immer noch dieselben Scheißfehler. Muss besser funktionieren einfach. Wir können nichts anders machen, wir müssen das üben. Also ich sehe jetzt nicht, wo wir sagen, das liegt jetzt daran, dass die Person A da steht und Person D da steht. Es hängt einfach nur noch komplett alleine an unserer Konzentration. Hat gerade jemand gesehen, was ich jetzt gerade für einen Kack gebaut habe? Ich glaube, ich habe, während ich einen CD gezogen habe und den Dingen ausgeweichen habe, dann habe ich nochmal diesen Dingsschuss bekommen, kann das sein? Oder hat das jemand gesehen? Nein. Einfach Dummheit, ey. Bezüglich Scheiße bauen, achtet auch drauf, auch wenn in eurer Gruppe nicht die Kleve reinkommt, von wo die Kleve kommt, weil oftmals geht's irgendwie an einer Gruppe knapp vorbei oder durch eine Gruppe durch. Und das kann man halt auch einfach vermeiden durch einfach einen Schritt zur Seite. Soleil, ne? Du bist der wissen will. Genau. Also du hast einmal einen Klevensturm abkassiert mit 4 Millionen und dann 2 Flinkschuss-Ticks und dann bist du weg. Aber der Flinkschuss, da muss ja irgendwann durchgelaufen sein. Keine Ahnung, was da herstellen. Der Flinkschuss ist ja der Dot, den immer jemand bekommt. Genau. Dem kannst du nicht ausweichen. Und da muss man einfach gegen healen. Ja, genau. Der Tick, habe ich gar nicht gesehen. Also laut den Logs hast du der Klevensturm. Ja, Klevensturm war mein Tod, ne? Direkt danach den Flinkschuss-Tick gehabt, dann warst du weg. Okay, super, danke euch. Hat jemand noch einen Report oder sowas? Ja, natürlich. Dann rappt alle nochmal, dass wir wieder auf 100% sind, bitte. Stell hier links neben dem Buff, rechts neben dem Buff, gut. Merci. Gerne doch. Zusammenkommen, nimm's. Und auf Posi. Endo anbringen, bitte. Passt. Guter Heilen. Guter Rank. Zusammenlaufen, in den Flinkschuss abwarten, dann noch wieder raus.
Hm, die Heule. Denkt dran, ihr müsst jetzt wachsamer sein, was die. Was Dinge angeht. Eben. Felix, du hast den Debuff vom Klingschuss. Ja, merkt. Das so steht bei Orange. Hier läuft. Bogen. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Boah. Du jetzt vorhin gezogen? In der Lila, pass auf, weiß es. Du jetzt gerade auch gezogen? Ja, ich hab's jetzt nicht, das tut mir leid, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt, ich bin tot. Mumi retzen bitte. Sind die du? Steht. Welchen Heiler gleich schwarzen? Überlegst du noch, ob es dort notwendig ist? Also meine und Mana haben wir mehr, wenn wir ablegen und nochmal einen neuen Try machen. Ja, das bringt sowieso nichts. Hier geht's halt auch ums Üben. Hört sich doof an, aber es ist tatsächlich anders so. Aber genug geübt. Wegen. Lauft auf der Linie hin und her, dann stirbt ihr direkt. Ich bin jetzt gerade am Lauffail gestorben. Olli, bei dir? Cleave. Also auch Fail. Ja, aber ich laufe weg davon, da kommt sie an die Wand. Und von der Wand aus ist sie dann irgendwie in eine komische Richtung. Und das hat das schon hingerafft. Genau, das ist schwierig. Das müsst ihr, oder da müssen wir alle aufpassen. Wenn ihr stehen bleibt, dann ist es, und das Scheißvieh kommt in eure Richtung, diese Glebe, dann ist es saugefährlich, wenn ihr da stehen bleibt, weil der Tick prallt ab, ihr habt keine Ahnung, ihr seht das leider erst, wenn es zu spät ist, ihr könnt nicht so schnell reagieren, außer ihr könnt euch wegblinken wie ein Mage oder so. Da ihr nichts triggern könnt in der Zeit, weil es ist eine Phase durch, könnt ihr euch ruhig erstmal ein bisschen frei bewegen, aber aufpassen natürlich, dass ihr nicht so irre da langlauft, um dann in einer anderen Glebe drin zu stehen. Also versucht stehen zu bleiben, wenn es gefährlich wird, bewegt euren Arsch ein bisschen. Gerade waren wir bei Orange auch wieder schuld, dass einige Leute gestorben sind. Es stirbt, bei dem Try sind sehr viele an den Dots gestorben. Also an Mondbrand und Flinkschuss. Ja, aber es sind sehr früh viele Heiler gestorben, das hat eine Menge HPS rausgenommen. Bei Heiler haben gefehlt. Ah ja, stimmt, ja. Ja, was uns das Genick gebrochen hat, war das erste Mal Glaven und diesmal wurden die Glaven wieder eher aufgefangen als ausgewichen und dann sind wir in Gruppen in Orange einfach direkt rein und haben fünfmal das Stack abgeholt und dann hat es gleich mal ein paar Leute geplatzen lassen. Wir müssen kurz warten dann wieder, vor allem nach den Glaven. Wir müssen da wirklich kurz verzögern und dann erst rein wieder. Defendo, noch essen? Ich hab schon. Gut. So, alle ready. Let's die together. Sisters. God has got your hand. You are
Zusammenkommen. Ein Ring bitte. Passt. Linkschuss kommt wieder. Muss ich annehmen. Da hat sie Schuss. Vorsichtig, Leve kommt direkt von Orange. Achtung, die steht bei Orange. Die wird bei Orange stehen bleiben für die Ult. Ah nein, hat gewechselt zu grün. Vorsicht beim Boss. Er ist mit dem Cooldown dran. Olli. Ach komm. Oh. Soll ich danken? Nee. Nee, Boss, ich hab 3 Heiler tot. Weiterspielen noch? Nein, nein, ablegen. Auch hier wieder Konzentration. Kann man nichts anderes machen als... Weil die zweite Phase, finde ich, läuft eigentlich auch gut. Merkt ihr irgendwie, dass wir keinen KR haben? Ist das zu kompliziert? Finde ich jetzt nicht, aber ich habe ja auch noch nicht gesehen, was wir in Phase 3 mit dem KR ausrichten können. Ah, verdammt, warum lasse ich hier? Ich habe auch das Gefühl, dass schneller wir in Phase 3 den Bustdown haben, desto besser. Ich denke auch, Phase 3 ist einfach Chaos hoch 20. Bei uns zumindest. Also ich sehe jetzt, ehrlich gesagt, ist einfach nur so, dass wir das üben müssen. Auch wenn wir schon lange üben, aber wir machen immer dieselben Fehler. Ich zum Beispiel auch, also das Laufen ist halt das Schwierige und wir können so eine Kleve können wir wegheilen, aber manchmal sind die halt auch halb ineinander und wenn die halt zwei auf einmal abkriegt, dann ist sowieso Sense.
Kunde. Oder ja, glaube ich auch. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das so, wie es ist. Olik, also du rettest, super. Manchmal läuft das unglücklich, manchmal hat man Pech. Okay, die Fläschchen laufen aus. Haben wir noch einen Kessel? Oder haben wir keinen mehr? Ich hab noch 5 Kessel. Laufen bei euch auch allgemein aus, ne? Sind recht viele, keine Fläschchen, ja. Würde ich mal vorschlagen. Boah, ne Gosch. Hä? Und ein Geso wäre nochmal toll. Ja, ich bin kurz AFK. Immer dieser Schweizer. Hey, hey, hey. Wir sind fast nur noch Schweizer. War noch nicht. Wir haben auch Österreicher. Die hat Franz alle Österreicher nicht haben, Jesus. Zwei Hexer haben keiner kriegt's hin, die zu stellen. Fühlt sich nicht angesprochen, glaube ich. Achso, warte, ich hab nicht zugehört. Hexer, Jesus. Achso, nö, kein Bock. stell mal bitte einen Hexer einen Schrank auf. Lilly fühlt sich nicht. Lilly fühlt sich nicht so toll. Und ein Großer kommt rein. Ah, ist kein Engel mit Umhang mehr. Nicht gut. Müssen wir laufen. User joined your channel. Rosa still und heimlich. Hoffentlich hilft es auch nicht, weil ich ja doch nicht so die Übung habe wie ihr. Hi Rosa. Hallo. Ach, die Rosa, jetzt fällt die Rosa schon wieder. Ach, Quatsch, Rosa, red nicht so Mist. Das ist, liegt eh zum Großteil an Felix. Ja, mal abgesehen davon. Glaube ich nicht. Oh doch. Oh Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder hier gemacht? Felix, du Hund. Solltest besser weiter tanken, was sagst du dazu? Gute Besserung, Lilly. Ja. Gute Besserung, ja. Du überlebst ja auch noch, weil wir einen CD-Router für dich erstellt haben. Ah, okay. Deswegen habe ich hier 800 Kassel viel, ne? Keine Ahnung, wo du 800 Kassel viel siehst. Ja, jetzt gerade in dem Trend ist. War Average über den ganzen Abend habe ist. By the way, die meisten haben es schon, ich habe es mal gerade durchgeguckt im Raid. 500k. Also die meisten haben es schon, für die, die es noch nicht wissen. Es gibt eine Weile, kostet 40.000 Gold, wenn ihr ehrfürchtig seid, so eine Dauerverstärkung zu holen. Ich bin doch nicht ehrfürchtig. Ich auch nicht. Oder ihr kauft euch einfach für ein paar Gold 50 die regulären Runen, die kosten nichts mehr. Mir fehlt noch genau 148 Ruf. Dann geht ihr Weltquest machen. Hey, ich hab selber, danke. Hab noch von denen. Hey, welchen gibt's eigentlich die Rufe? Die Rune. Army of the Light. Ja. Achso, ja genau. Es sind nur noch irgendwie 9k, ja, die ich brauche. Steht Gruppe 3? Bei Lila. danke, ich hab schon einen. Okay.
Und noch Jesus bitte. Ja, toll. Haben bestanden schon. Pass doch einmal auf. Jetzt kannst du dich von unseren Hexern verlangen, nee, gleich zweimal zu stellen. Die schaffen es ja einmal gerade so. Ich muss jetzt jemandem noch eine Flas geben, damit ich Platz habe, um Jesus zu nehmen. Also der Kessel steht immer noch. Schnappt euch noch eine Flask, wenn noch. Ah, oh, ist ein Kessel. Okay, wusste ich nicht. Mensch, nimm doch mal einer meine Flask. Weil ich gemietet, hört mir einfach keiner zu. Ja, so ein Piepsen wäre es nicht. Ich war nicht da. Okay. Ich hab eine Flask einstecken, Felix. Hat noch einer keine zweite Flask, also keine Flask einstecken? So eine Geisterflask. Ich schmeiß doch was anderes aus deinem Inventar weg. Nein, es ist alles wertvoll. Auch die passiert, das 50 Gold, das 50 Silberblicktronbuch. Außerdem kannst du nur noch maximal einen davon im Inventar haben. Ne? Okay, ich hab schon. Wie machen wir es jetzt mit den Healing Cooldowns? Ersetzt einfach Rosy Lily. Genau, 1 zu 1. Rosa, du ziehst als erstes den Chilling. Ach Mann! Ich als erstes. Okay. Genau. Und zwar wichtig bei. Versuch's jetzt ich hab einen. Noch! Ich dachte, ich krieg's nicht los. Ich brauch's von mir gar nicht versuchen, ich hab noch. Also du Arsch. So, Flan, hilf mir! Wir haben zu viele Alkis in dem Raid. Hat Rosa denn zwei? Rosa hat zwei. Ich hab einen genommen und einen hab ich. Gott, ja, dann. Weiß ich, guck das Ding noch. Oh, such dir was aus, ich pull jetzt. Rosa, du stehst mit bei Lila, ne? 5, okay. 4, 3, 2, 1. I claim first blood, sisters. Goddess, guide your hand. You are ever impetuous. Rosa CD stellen. Olli durch die Tür. Oh, ich bin auf der falschen Seite, ja, okay, das. Danke, Olli! Ich hab den Stahl gesehen, aber ich fotze nicht. Da hab ich auch die Kleber gerade scheiße. Bitte. Na ja, hast. Ach, verdammt. Ich nehme an. Wie doch. Kavallischer Schuss kommt jetzt gleich und Heiler Debuff. Felix. Danke. Was soll denn der Rotz? Wann wird der Chat nicht mehr angezeigt? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin. Ja, lass doch nicht. Oder einfach nicht gimpen. Nicht gimpen würde viel helfen. Was ist großer, du hast die Kleber. Ich muss mal aufhören, auf andere zu gucken. Felix, du bist mit dem Gurdam dran, oder? Olli. Lauft. Auf keinen Fall stehen bleiben. Immer bewegen bei den Dingern. Können wir irgendjemanden retten? Minute. Nein, eine Minute. Deswegen
noch gucken und dann wahrscheinlich gleich ablegen und nochmal neu machen. Ja, irgendjemanden setzen und dann ablegen, genau. Ja, 10 Stacks. Jetzt geht ihr drauf. The limit. Aber jetzt sterbt alle dann zusammen, dann kann Nomi wenigstens retzen, oder? Mit Engel? Nein. Seht ihr nicht auf, seht den Umhang ja nicht. Ach, die hat ja... Ich hab eben schön den Kopf bekommen, nicht den Umhang. Ach, hast du gerade was gekriegt? Bemühe dich halt mal, ne? Nee, heute vorhin. Oh mein Gott. Sag mal, Nomi, kannst du nicht einfach mal das richtige Legendary bekommen, um was so zu abwechseln? Ja, schön wär's. Da wollte ich gerade die Tanks hochjagen und es hat nicht mal funktioniert. So, jetzt habe ich aus Versehen Geist frei, das Wir müssen das nicht aus, kann keiner. Ach so. Olli, wir beide müssen uns ein bisschen am Riemen reißen. Genau, also immer diese Kackdudels hier am Raid. Ihr solltet einfach aufhören, eure T1-Shooter-Stücke zu rauchen. Unser was? Vergiss es. T1-Shooter-Stücke zu rauchen? Zu posten, oder? Rauchen? Wie war das? Weil du das Gras an den Schultern hast. Ja, genau, die in den Buff-Pause mit T1-Shooter-Stücke aufbrauchen. Vergiss es. Danke, das ist nur witzig, wenn man es kennt. Ich glaube, Olli isst eher sein T1-Schulterstück. In Form von Keksen oder Brownies. Ach so, das war gar nicht an dich übrigens, Felix, deswegen auf Schweizerdeutsch. Ja, ja, ich hab's gerade in Google übersetzt angegeben, dann kommt schon was raus. Nee. Ja, weil ich habe ja in den Warlock da mitgezogen und habe mit ihm geschrieben. Aber du warst noch, ja. Aber Olli, du bist vorne links gestorben. Wenn der Warlock in der Mitte bei der Gruppe gestanden wäre, wäre er auch nicht drauf gegangen. Ja, ich habe gesehen, dass ich den Debuff bekommen habe, aber ich habe nicht gesagt, wo der Strahl hingeht. Und ich bin schön hinter die Gruppe gestanden und dann merke ich ja, eben war schon so gut. Ja, ich war unterwegs, ich bin nicht so schnell als Entschuldigung, war, okay. Leute. Du bist auf allen Vieren dahin gerannt, ne? Jo. Ja. Nee, es ist so kacke, du bist zu langsam als Sechser. Alles gut, alles gut. Wie ein DK. Ich hab noch mal eine Frage. Bei dem letzten Mal ging es, glaube ich, auch irgendwie beim Mondfall, sollte man jetzt stehen bleiben, nicht? Und nicht mehr resetten, nicht? Oder resetten? Kannst du das sicher problemlos resetten oder hast du manchmal deine Probleme mit? Sei ruhig ehrlich, ist gar kein Problem. Nö, dann praktisch zur anderen Gruppe gehen. Da, wo es als nächstes ausgelöst würde, gehst du hin? Ja? Ja. Ist dann das nicht... Es ist nicht automatisch die nächste Gruppe, ne? Es kann auch die übernächste sein. Ach so, ich weiß nicht. Bleib stehen am besten. Genau. Wir haben uns aber dazu entschlossen, dass wir stehen bleiben. Ja, okay. Deshalb, ich meinte, sowas hatte ich gehört. Deshalb wollte ich das... Die genau, ganz genau problemlos wissen, wie sie zu laufen haben, die können laufen. Das ist immer gut. Und bei denen, wo sie sich jetzt nicht ganz sicher sind, was gar kein Problem ist, einfach stehen bleiben. Bitte, ich bin schon rausgegangen. Oh, tut mir leid. Ach, einmal mit Waffen stehen noch alles 50 minus DKP. Diejenige, der das passiert ist, ist doch nur gestorben, deswegen ist alles gut. Ich bin zum Glück schnell rausgesprungen. Die anderen waren schnell genug. Ach, alles gut. Danke. Deswegen, das Wichtigste, Rosa, für dich ist, wenn diese komischen Gleben kommen, die da durch den Raum fliegen, ja, also die mehreren Gleben, du konzentrierst dich bitte nur aufs Ausweichen. Ganz wichtig, ja. Geh ruhig in Geisterwolf und guck, dass du ausweichst. Ganz so. Und sobald die weg sind, geht's wieder auf Position. Und wenn der Pfeil auf dich geht, also sprich, dass du so einen Schuss auf dir hast, dann musst du halt aufpassen, dass dieses Abbild, was dieses Pfeil auf dich schießt, das Abbild hat so einen Pfeil unter sich, das in deine Richtung zeigt, dass diese Gleben
nicht, oder diese Gleve, die dann kommt, nicht durch den Raid gezogen wird. Also du kannst diesem Typ quasi, wenn du willst, entgegenlaufen oder an die Seite, Hauptsache nur du kriegst diesen Schuss ab, weil der Schuss geht gegen dich, prallt ab und geht zurück zu dem Mob. Muss man bei den anderen gucken. Das muss man ein bisschen mal sehen und dann klappt das auch. Mit seinem guten Zerhackstückler-Messerset hier. Hat er schon seit immer, oder? Ich weiß. Ging das nicht auch eine lange Zeit in Infight? Oh, ja. Ja, das ist traurig, dass sie das genervt haben. So, alle ready. Abfahrt. Legen wir die Schlampe. Schlampe? Yes, ja. Die Schlampe. Genau. Da hast du gesehen, Andrew, ich hatte 800 HPS. Wow, geht's jetzt zum Burst hin? Hat jetzt zwar keine CDs mehr, aber er hatte 800k. Vielleicht kommt der körperlose Schuss, wir gehen in den Schuss rein. Direkt danach, wenn er ausgelöst wurde, raus. Rosa CD. Und weg alle. Auf Positionen. War ich das jetzt schon wieder? Jupp. Hey, fick dich da. Also nicht ihr. Ich. Hast du den Boss schon mal getankt, Felix? Ja. Angenehmer, ne? Alle in den Schuss. Und wieder auf Position. Anregen bitte. Ost. Phase 2. Hast du noch einen Debuff oder passen soll ich die Eule nehmen so lange? Ich hab den Boss. Einen Debuff. Harald hat noch 8 Sekunden. Ich nehm dich in die Eule, alles gut. Soll ich die Eule noch nehmen, bis dein Debuff abläuft? Nee, passt, alles gut, alles klar. Wer ist mit dem nächsten CD dran? Ich bin dran. Steht's überschrieben. Sorry. Ich hab's ja nicht mehr gesehen. Mir ist die Konzentration weg, ey. Sorry für die Gläfe, das war mein Fail. Nee, ich bin ja auch dumm gelaufen, ey. Du musst das anders sehen, du spielst konsistent. Konsistent? Lass uns mal bitte nochmal 5 Minuten Pause machen. Bin hier nur noch so ein Schrott zusammen. Ah, oh, dann geh ich noch in den Raum. Ich hoffe, ich auch so. Dann machen wir gleich bis 5 nach. Ja, super. Ja, bis gleich. Bis gleich. Oh, krass, so schnell wie wir gerade vipen, komme ich nicht mal mit irgendwelchen Toys hinterher. Heftig. Ja.
hands buried in the sand. You've been dealt the wrong hand. Can't imagine how you feel. Only you know that it's real. Don't look back, just carry on. Felix und Olli, warum spielt ihr eigentlich nicht mit dem alten Z-Bonus? Meine Teile zu niedrig sind, also sind bis zu über 20 GS. Ist das nicht sogar egal bei dem 4er-Bonus? Ja, also bei 5 oder 10 oder vielleicht bei 15 oder so würde es sich dann noch hingehen, aber wenn es schon über 20 ist, dann also ist ich zu meine, viel. Du tauschst die nur gegen Mythic-Teile aus sogar. Die alten HC und Mythic-Teile. Hatte ich irgendwo mal gelesen, meine ich. Ich müsste das mal ausprobieren. Sind es doch einfach mal durch mit beiden Gear. Oder so, ja. Der ist, glaube ich, schon ziemlich OP, ne? Ja, also es spielen alle gute Dudu-Spielen so. Mit dem alten Z-Bonus. Macht dir nichts draus. Ich habe letztens einen Hunter gesehen, der hatte beide Teile auf 59 von dem alten Set. Die spielen, als alte Suchhunter spielt sie auch mit Doppel-Zweier-Set-Bonus vom alten Set. Und okay. Beide hier von der Insel auf 59 gebrockt gekriegt, das eine sogar mit Sockel. Nett. Da war ich random raiden. Da war auch noch ein Rogue in der Gruppe, der hatte das Convergence of Fate auf 59. Oh. Auch nett. Mit dritten Stat. Glaube ich sogar. Oh. Ich habe halt auch fast einen Ständer gekriegt, als ich das gesehen habe. Autsch. Das ist halt total retarded, das Teil hat irgendwie 4000 Agi drauf oder so. Oh. Ja. Das Ding ist bei mir 98 noch fast ins Slot. Ja, das schmerzt. Mal einfach Glück haben mit diesen Trinket-Dingern, ne? Dass es prockt. Also es sind noch mehr, dass sie das kriegen. Hier, das Ding hatte einer auf Reddit auf 9,55 plus Sockel gepostet. Ernst? Ja. Das geht auch, die Tarn geschmiedet und das ist noch der von Ursoc. Naja. Ja, von Ursoc, 9,55 mit Sockel. Boah. War schon viel, oder Arcano Crystals auf 9,55. Ah,
kann erzählt, man nur so Glück haben. Erzählt ihr euch wieder gute Nachtgeschichten? Das gibt's doch alles gar nicht. Das sind doch Ammenmärchen. Findest du? Mhm. Der Kano Crystal 955 hat halt irgendwie von jedem 1600 Stat oder so. Total retardet das Ding. Stackt der wirklich so hoch? Naja, klar. Ich hab den auf 865 und der ist immer noch besser als so ziemlich fast alles, was ich hab. Jetzt stell dir das vor auf 59. Und dann noch mit Sockel. Und mit Sockel, ja. Ja, guck mal, Cindy hat ihn ja auch auf 925. Mit Sockel. Ja, das ist auch nice, ja. Wir posten euch, da müsst ihr mich nicht alle betrachten. Geht by the way nur auf 1200 hoch. Oh, mit Lebensraub noch. Hast du gleich einen Chaos-Splitter, Cindy? Nö. Was gibt's denn hier auf dem Mythic überhaupt Schönes? Ein Kelch, einen tollen Finger. Oh, ein tolles Trinket wollen doch hier viele haben, oder? Gab's hier nicht die Eule? Ja. Na, dann strengt euch mal an, Jungs und Mädels. Müssen wir nutzen, denk mag ich nicht. So, einmal Food bitte. Schön. Sind ja nur 50 Mastery mehr drauf auf dem Mythisch-Teil, was soll der Scheiß? Naja, aber je höher die Base-Item-Level, desto größer ist die Chance, dass es noch höher bockt, ne? Also anstrengen! So, nochmal Ready-Check. Ich bin schon am Essen. Ja. So, was mit Reifen, bitte. Hier ist was gemampft. Nein, sorry. Folgst du? Alle ready? Finder. Auf Position gehen. Regen bitte. Passt.
Körperloser Schuss kommt wieder. Position. Also zwei. Jetzt kommt die Eule. Achtung, die ist bei Orange. Ausweichen. Wie durchgelaufen? Nur ausweichen. Warte noch mit, jetzt kannst du angeln. Steht wieder bei Orange, passt auf. Sie steht am Eingang, passt auf für die Ult jetzt. Bin ich dran, ja. Lauft. Steht wieder bei Orange. Soll ich anfangen? Ja, mach mal. Eule ist da. Ne, in 10 Sekunden haben wir wieder einen. Ich würde fragen, warten für einen Heiler lieber. Ausweichen. Cindy, du bist dran. Was sind CD zu spät gezogen, aber wir haben Umbra und Luna, also sprich, das waren beides Heilerschild hat am wenigsten gemacht, am meisten hat das DD-Schild gemacht. Ja, weil alle auf der Eule waren wahrscheinlich. Habe ich jetzt in mein Heilungsflug nicht gestellt? Ich habe doch drauf gedrückt, aber das hat keinen Cooldown. Du hast es aber erst nachdem ich es dir gesagt hatte und es war dann schon recht spät. Mhm. Aber es hat, also der hat 1,3 Millionen Schaden an jedem gemacht. Der Healer-Debuff gerade. Ja, ich habe jetzt nicht geguckt, wer dran war, deswegen. Ja, wer ist denn vor mir dran? Olli. Olli. Oh, das muss ein bisschen klappen, also das müssen wir aus dem FF können. Ja, das kostet vollkommen Zeit. Recht. Ja. Ich glaube, dass wenn wir im P2 den Blattlauf ziehen und uns sozusagen fast die zweite ganze Eule sparen, wir uns dadurch Mana vom Heiler sparen, kann das sein. Das stimmt, aber das Ding ist, wir hatten heute noch keinen Try gehabt, wo nicht eine zweite Eule gekommen ist, auch wenn wir ein P2 gezogen haben. Genau. Ja, die kam ja, also zum Übergang direkt das davor. Das klappt höchstens, wenn vielleicht keiner stirbt in der gesamten Zeit der ersten Phase. Das ist sein sollte. User joined your channel. Ja klar, aber denk dran. Hey, hi Mike. Boah, jetzt muss ich den Arzt noch hören. Unfassbar. Ich glaube, dass wenn alle überleben und wir Bloodlust ziehen und alles reinhauen, dann können wir uns die zweite Weile sparen, glaube ich. Und das wird auch den Heilern, glaube ich, einiges leichter machen. Hamek, wurdest du aus der Haft entlassen? Ja. Was? Ach Mike, dein Honor Buddy. Läuft zum Ende des Jahres aus. Silent.
Ich hab mal noch was zum Reparieren gestellt. Was? Sorry. Dein Hanna-Body läuft zum Ende des Jahres aus, das habe ich gesagt. Nee, du doch nicht. Ja, und dann kommt ein neuer. Dann gibt's halt Honor-Body V2. Naja, Stand für die Bestandskunden wäre Ende des Jahres Schluss. Ja, dann holt man den über den US-Ding und fertig. Du kannst sie hier nur in Deutschland nicht mehr kaufen. Und die Lizenzen, die du da aber gekauft hast, die Lifetime-Lizenzen, die zählen auch bei Amerika. Oh ja, dann, für mich hat sich das so gelesen, kein neuer Wert mehr und die, die laufend sind, Ende des Jahres abgeschaltet. Und wie wollen die das finanzieren? Das spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle, weil wir wollen jetzt was, ihr könnt hier mich alle kreuzweise. Ich lass euch Gammel-Viper hier mal in Ruhe. Aha, ein. Minze, dankeschön. Willst du uns verlassen? Jetzt muss er doch liegen, oder? Nee. Mike, du stehst mit bei Kreis rechts. Ich muss mal Münze rauswerfen, bitte. Das stört mein Interface enorm. Münze hat schon freiwillig. Nachdem man hier nur abgeht mit dem Finger. Können wir einen Portstein haben? Ich weiß nicht, Münze. Nachdem wir Münster die ganze Zeit während der Trice ASCII-Mittelfinger und obszöne Gesten geschickt hat, habe ich gedacht. Und eventuell, ah, da vorne. Steht doch schon lange. Ja, ich bin ja da. Danke nochmal, Münster. Aber man muss immer das Positive sehen, ich kann jetzt Destiny spielen. Da mal viel Spaß. Dann steht auch ein Popel. Haben wir Mike geportet? Ja. Ah ja. Gut. Dann ready check und anfangen. Okay. Meiner Mike nur so eine Dingsflaske, müsste noch irgendwie hier einstecken. Macht. Hut steht vorne noch am Eingang. Ach so. Bereit. Dann frisst Mike, bist du endlich fertig? Ich spam ihn jetzt nicht alle hier mit Textnachrichten zu. Ja, ich hab ihn, na danke. Gut, holt einmal Abfahrt. Ich muss einmal nicht gewesen, aber gut. Achso, weil du bereit geklickt hast. 5, 4, 3, 2, 1. Dann lass mal probieren, ob wir denn tatsächlich nur eine Eule hinkriegen. Ich bezweifle es ja, aber. Das haben wir vorhin auch nicht geschafft. Sollten wir es jetzt schaffen? Weil wir jetzt ein bisschen konzentrierter spielen. Haha. Da war's ja, Ritter. Rosa, Schuss, zusammenkommen. Rosa, sehr schön. Und auf Position zurück. So, gleich wieder kaputter Schuss. Zusammenkommen bitte. Geht zurück auf Position. Wir probieren es jetzt, sobald das Scheiß wieder da ist, wieder zu gehen. Oder so.
steht sie, wo steht sie? Entschuldigung, Milis. Ihr müsst euch nur auf die Kleve aufpassen. Das heißt, hört auf mit Carsten und ruft nur. Geht nur die Kleve. Ich nehme an. Tosse steht bei Orange. Wir haben noch 50 Sekunden für die Eule. Ich zieh. Okay. Jo, läuft. Bleibst du stehen, während du castest, oder warum stirbst du dann immer, wenn du dran bist mit dem Cooldown? Nein, es war einfach unglücklich, wieder alles an der Wand abgespeckt, alles durch mich durch. Hätte rausblinzeln müssen. Was auch meine Bubble nehmen, die hält halt eine halbe Ewigkeit. Also ihr könnt Bubble auch anfragen mit Namen. War schon mal gesagt, glaube ich. Die, durch meine Arme schien halt in die 18 Sekunden, also. Also wenn alle leben, reicht's. Ja. Obloser Schuss. Bazooka, du fauler Hund, Sendo. Dann nur rum. Zurück auf die Posi. Wir schaffen's noch, ganz sicher. Ich hab noch Cooldowns. Ja, ja. Lass uns noch kurz eine Runde. Pass auf, Kleber. Just for the record. Jetzt kommt doch eigentlich der Heiler Cooldown nicht mehr, oder? Nein. Nee. Wollt ihr nicht ablegen? Naja, wird schon sagen, oder? Ja, jetzt legen wir uns automatisch ab. Wie lange ging der Kampf jetzt so? Sagt er gleich, wenn er tot ist, also mein Bossmann zumindest. Können wir retzen? 5 Minuten 30 ungefähr. Jo, und wieder halt an. Ich weiß, das ist umso später es wird, umso schwieriger wird es. Habt ihr von an mir gesehen. Es geht halt nur, wenn wir halt diese Sachen abstellen. Das Döner hinkriegen. Kurze Frage, habt ihr mal so ein bisschen geschaut auf die zwei Eulen? Konnte man das jetzt sehen oder waren sie viel tot? Es würde sich ausgehen, wenn alle überleben. Das war ziemlich knapp. Ja. 1% glaube ich. Ja, aber wo ist denn das Problem, wenn wir die zweite Eule ganz normal spielen? Es ist Damage auf der Eule, das ist Zeitverschwendung auf einer zweiten Eule, die wir auf den Boss investieren können. Ergo weniger Damage am Boss. Ja, aber 25% die Phase 3. Die Phase 3 rippt uns doch aber eher weg, wenn das ganze, wenn der ganze Kohlen. Wir kommen nicht mehr in die Phase 3. Fangen wir mal damit an. Fast 40 Millionen pro DPS, die auf die Eule geht. Ich meine, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen es weiterhin auf die Eule, weil wenn wir es denn mal schaffen, dass die meisten leben, dann sparen wir uns die zweite Eule. Dann möchte ich mal den Effekt sehen. Und sollten wir dann nur noch in Phase 3 sterben, dann können wir ja immer noch sagen, okay, jetzt haben wir es langsam drehen, dann können wir ja in P3 dann später ziehen. Aber jetzt würde ich sagen, wir fisten den einfach mal so fest um, dass wir einfach keine zweite Eule haben. Jo. Das ist ja das, was wir vorhin gesagt hatten, oder? Redet ihr ja gerade von KR oder was? Ja, ja, genau. Okay. Wir hatten es verschieden versucht. Immer noch, wir müssen Stabilität reinkriegen. Ja, das Stabilität kriegst du mit KR am schnellsten rein.
Yeah. Weil du dann den Phasenablauf schneller siehst. Genau. Ich fand's bei der dritten eigentlich ganz gut, theoretisch, wenn wir es da haben, aber ihr habt ja recht, wir kommen viel zu selten da rein. Also machen wir es jetzt dann doch. Lass es mit der Eule versuchen, vielleicht schaffen wir es vielleicht sogar so, dass wir dann nur noch eine Eule haben. Ich bezweifle es zwar, ehrlich gesagt. Also es hätte sich locker ausgereicht, wenn ja, etwas mehr... Denn nicht sogar drei? Mehr sogar. Von DDs ab und DDs sind ja relativ früh dann umgefallen, glaube ich. Ne? Ich hatte schon genommen. Achso, okay. Zu Anfang hatte ich eine genommen. Ich habe noch eine Frage. Danke. Zu P3. Ja. Dann kommt ja der Strahl und... Die Gläfe. Ne? Das ist die Schwierigkeit. Ja, aber wenn das durch ist, du rangest an den Rand, ne? Wenn wir den Dingsschuss, den körperlosen Schuss abgefangen haben, dann müsst ihr euch so verteilen, dass ihr halt diese scheiß Gläfe nicht abkriegt. Das ist halt wieder Überleben, ja? Aber ich meine, dann in der letzten Phase kommen ja diese Flächen viel mehr. Ja. Das kommt auch nochmal dazu. Und wie heißen diese Flächen? Also da gibt's... ist es nicht das Lunar Beacon? Genau. Genau. Und generell... Das macht pro Tick sehr viel Schaden, 600 oder 800.000 pro Tick. Und dann habt ihr aber noch für 3 Sekunden den Debuff, der euch dieses Feuer ablegen lässt. Sprich, dürft ihr nicht... Ihr legt nicht nur ein Ding ab, sondern mehrere, so 3 oder 4 ist das, glaube ich, oder 2 oder 3. Und da müsst ihr halt hinten an der Seite irgendwo sein. Ihr müsst weg sein. Gerade in P3 ist es wichtig, dass ihr wisst, dass ihr nur auf eurem Mark stehen müsst, wenn die Farbe wechselt, damit die Astral Purge Stacks gleichzeitig kommen und wir nicht das Ding in unser Unendliche stacken. Aber dazwischen, wenn das Ganze noch nicht läuft, dann könnt ihr moven, frei wie ihr wollt. Hose wieder dran. Und nach Position. Anringen bitte. Passt. Ey, kriege ich jetzt allen Scheiß ab? Oh, ich dachte, ich wäre ineinander gelaufen. Entschuldigung. Omi ist dran. Rein in den Schuss. Nach Posi. Ich nehm Boss. Passt auf, wo die Olle steht, wegen dem Gläbe. Tankt ihr zu? Ich brauch mehr Heal, ich hab beide. Wo steht die Olle, wo steht die Olle? Entschuldigung, Minus. Vielleicht kommt wieder Heal-Debuff, aber nicht zusammenlaufen. Du bist am Felix, ausweichen. Okay. Ich bin dran, ja. Okay. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Vorsicht, die geht genau durch. Achtung, ich steht bei Lila. Oh, scheiße, geht durch. Sorry.
Und geht er da? Steht beim Eingang auf Höhe Rot. Und Oli ist dran. Ausweichen wieder. Wir haben noch einen Battler jetzt frei. Doch, die warten wir. Und der zweite kommt in 25 Sekunden auch. Na gut, jetzt mal Endo. Ich würde vorschlagen, eher Reisers, der macht mehr Schaden als ich. Aber ich brauche deinen Angriff. Okay. Wort. Ich nehme direkt an. Jetzt. Aua, sorry Max. Ich hab mich überlebt. Soll ich das anregen, direkt casten? Kapitulation. Passt. Sind die ausweichen, CD? Ihr müsst ausweichen. Boah. Achtung. Ich bin jetzt so überall reingerannt, ey. Fürchterlich. Zweite Battle Rats ist ready. Spottest du den Boss? Ein Battle Rats ist ready und ich würde. Ich dachte gleich, haut wieder ein Heiler tot um. 6 tote DDs, ne? Ja. Hab ich schon vergessen. Na, was soll's? Komm, wollen wir was aus. Ich hab Mondbrand, ich sterb gleich. Ich werde jetzt auch sterben. Mist. Mit Ansage. Ich glaube, das ist ein Schuss. Und ausweichen. Du musst unbedingt spotten. Nee, es ist schon vorbei. Aerowain hört grad nix. Ah, okay. Das ist irgendwie System muted. Der Tank, oder? Ja. Aerowain. Unpraktisch. Ja, der ist zwar gleich ins CS gekommen, aber irgendwie ist der Lautsprecher ausgeblendet oder ausgedingst. Fehlerhaft. Ja, zumindest hat er uns gehört, also irgendwas stimmt nicht. Du. Bin noch wieder da jetzt. WB. Phasen 1 und 2 haben jetzt in dem Trial solide ausgesehen. Das war der erste gegen Ende Phase 2. Aber auch wieder die zweite Runde. Ja. Das ist halt dieses Unkonstante, das war. Wenn wir Glück haben und alle leben, das Glück. Ja, wenn wir das ordentlich spielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir diese zweite, dass wir... Ja, aber ich gehe auch stark davon aus, dass wir die zweite Eule kriegen, selbst wenn alle leben. Nein. Nein. Nicht. Nee. Ich habe zu wenig Sicht auf diese Eule, aber ihr habt ja vorhin oft genug gesagt, dass es reichen würde. Es ist immer noch knapp, obwohl wir nie vollständig sind. Also sprich, wenn wir vollständig sind, wäre es gar kein Problem, ja? Genau. Geht davon aus, ja. Das war ein Try davor, war es irgendwie 1%, das gefehlt hat, Boss HP. Okay, ja, dann machen wir das jetzt wieder so, fertig. Wir müssen es hinkriegen. Hilft uns ja ein bisschen Stabilität reinzukriegen in der Mitte. Na, jetzt noch drei. Und danach muss ich noch eine Obi-Besprechung machen, die wichtig ist. Es geht um eine Abstimmung. Also dann bitte alle Obis nicht gleich abholen. Dann strengen wir uns nochmal an.
Noch kurz was, könnt ihr ab Phase 2 ansagen, wo die Tusse hinspringt? Zumindest wenn sie bei Grün oder bei Mond steht, weil hier von Orange aus sieht man die nicht. Man sieht auch den Pfeil am Boden nicht. Ich kann versuchen darauf zu achten. Aber die andere Seite bei Rot muss halt mithelfen, weil das immer nicht so ist. Bei Grün. Muss Mondband lösen gehen. Oh nein. Ab da rein, das ist rosa CD. Auf Position. Anhängen bitte. Ist raus. Ach, schafft ab. Wir können noch laufen, das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir stehen nicht komplett da drin. Nomi. Hallo. Ich rüber durch. Das war's denn. Ja, ich hab zu spät reagiert. Ich muss also sehen, wo die rote Linie auf mich ging. Es gibt einen Tank und er kann nichts machen. Jo, ist gewusst, nein, was gezogen. Kann man ablesen. Das war ja nicht geplant. Fand aber, mal ehrlich gesagt, wir haben auf jeden Fall einen Fortschritt gemacht. Das hat die Konzentration, meines Erachtens nach. Ob wir jetzt bei Phase 2 oder Phase 3 den KR, wenn wir das andere nicht hinbekommen, dann können wir den auch am Anfang ziehen oder nie ziehen oder was auch immer. Das hat damit nichts zu tun. Das bringt halt, hat Flynn auch richtig gesagt und Endo, das bringt halt Stabilität rein. Ja, natürlich. Lass uns aber dranbleiben, weil... 30% war das niedrigste, oder? Nee, war weniger. Unter 20. Hattest du den Stream am Ende? Ja, hatte ich. Gut. Lösch das Video nicht gleich, bitte. Nein, ich schau, dass ich das irgendwie speichern kann. Einwandfrei. Danke auf jeden Fall fürs Mitkommen, fürs Dasein.